Ich bin Hallo nicht da. und herzlich willkommen zu einer weiteren gemütlichen Runde vom Landwirtschaftssimulator mit Jamie. Hallo. Und mit Kevin. Guten Tag. So, ihre Lieben. Und Evren ist schon am Start. Achso, ja, und ich bin auch mit dabei. Na klar, hallo und so. So, und ich hoffe, man hört mich jetzt auch. Und ich höre von man sieht etwas. Ey, was ist hier los? So, und Evren ist schon mit am Start. Hallo, Evren. Sehr schön, dass du da bist. Freitagabend, yay. Party. So, und jetzt bitte alle nochmal was sagen. Kevin, hallo. Hallo, Test. Ja, hallo. Test. Hallo. Hallo. Hola. Hola, heißt Senor. Du auch Kevin, Jenny? Hola, hola. Und die Musik im Hintergrund? Keine Musik im Hintergrund? Okay, schade, Marmelade. Aber ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Hauptsache, man hört uns und den Spielsound und Evren. Super, dass du mit am Start bist. Und Dankeschön für 2 Däumchen. Vielen Dank. Moment, ich muss jetzt aber einmal hier wechseln. 2 Däumchen, wer bietet 3? Ich biete 3. Genau, wir sind hier wieder bei der Versteigerung und auch Jan ist mit am Start. Ich biete 4. Schön, dass du reinschaust, Jan. Ich hoffe, es geht dir auch gut und für dich auch einen schönen Freitagabend. Und wir wollen versuchen, ein bisschen Geld zu verdienen. Das funktioniert. Definitiv. Ich habe keine Ahnung, warum du mit unserer Zuckerrüben-Erntemaschine hier überhaupt durch die Gegend cruist und driftest oder keine Ahnung was. Ich jage Kevin. Okay, das ist sehr interessant. Der Rest ist geheim. Also, wir Mist. Haben ja am letzten Stream... Ja. Achso, wir müssen erstmal kurz vorspulen, bevor ich hier überhaupt irgendwo hinrenne. Weil. Olli! Ja! Nein! Gott, ich denke, mach mal wieder. Weil es aufhören muss zu schneien, bevor wir unseren Mähdrescher wieder. Was ist da los, Leute? Gar nichts. Alles geplant. Ihr sieht so aus. So, Evren schreibt, bin heute krank, mir ist ein Zahn rausgefallen und ich habe Husten. Oh nein, Evren, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Besserung. Ich dir auch. Und dass du dich schnell erholst. So. Ja, gut, ich tue dann mal irgendwas, während die beiden auch irgendwas tun. Ach nein, wir müssen erstmal eine Runde schlafen, denn am nächsten Tag hatten wir zumindest... bevor das Spiel gerade abgestürzt Was ist denn? Hey, ich leg mich jetzt einfach schlafen, Leute. Bitte akzeptieren. Das ist ja schrecklich. Bitte akzeptieren. Bitte akzeptieren. Bitte akzeptieren. Schlafen doch schon. Was wir in diesem Stream machen? Puh. Also, so wie es aussieht, machen die beiden nur Quatsch. Gar und ich nicht. Versuche zu arbeiten, Evren. Mal gucken, ich weiß noch nicht so genau. Gar nicht. Ich hänge in der Erntemaschine. Deswegen, ich kann mich nicht bewegen. Deswegen wurde hier auch gerade mit der Zuckerrüben-Erntemaschine durch die Gegend gekrust. So ungefähr. Wird. Ich dachte, ihr wärt schon weg gewesen, deswegen habe ich in Vergangenheitsform gesprochen. Im Präteritum meinst du? So, okay. Heiliges Bimbam. Mattig. Also, Evren, wir wollten eigentlich erstmal alles verkaufen. Ich bin gerade abgeschraubt. Was gerade an Produktion hier rumsteht, und das ist sehr viel. Die Gewächshäuser sind voll. Da vorne die Bäckerei, da ist ganz viel Brot und Kuchen. Und hier bei den Schafen gibt es jede Menge Wolle. Die muss hier rüber zur Spinnerei. Dann muss diese Kleidung hier verkauft werden. Ich mache das mal kurz im Schnelldurchgang. Hier haufenweise Kleidung. Aber eben hat das Spiel gerade komplett irgendwie rumgesponnen. Wir konnten nämlich den Mähdrescher nicht anstellen. Das will ich mir mal eben zuerst angucken, was da überhaupt los ist. Hier bei der Molkerei, die Sachen müssen auch aufgeladen werden.
So. Wie elegant du dich hier durchgeschlängelt hast. Ja, das ist, ich würde es lieber das gar Teil nicht sehen. Ist schlau gemacht. So, und ich versuche das jetzt nochmal mit dem Mähdrescher, denn der muss jetzt erstmal angestellt werden. Und eben ist der übers Feld gefahren, hat zwar gemäht, aber das ist einfach da geblieben. Versuch mich jetzt nochmal zu erwischen. Also es ist praktisch nichts passiert. Und dann hat der Helfer abgebrochen, komischerweise. Ah, nein! Nein, er macht das schon wieder. Warum? Ach, nö. Es hat aber nichts damit zu tun, dass Winter ist. Oder könnte es doch damit was zu tun haben? Naja, das ist schon alles Wachstum. Du musst mal gucken, ob du vielleicht aus Versehen saisonales Wachstum anhast. Ja. Das könnte das Einzige sein. Steht auf Nein. Okay, gut. Dann ist eigentlich alles richtig. Aber warum können wir den dann nicht anstellen? Das geht schon wieder nicht. Also erstens mal... Ich versuche das mal... Ja, ich versuche das mal kurz einfach selber zu machen. Ich mir das jetzt eben angeguckt. Ja, kannst du dir gerne angucken. Hier wächst Weizen. Ja, genau. Der ist aber irgendwie so komplett... Der ist mit Raps voll. Natürlich geht das nicht. Ach, da wächst... Ach ja, der hat ja das halbe Feld da nur so gemäht. Und das, ja, das halbe Feld war ja Raps und das wurde natürlich jetzt abgeerntet. Ja, was sagen wir dazu? Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ja, ich auch gar nichts. Gar nichts. Nur einmal Raps geerntet. Einmal. Oh. Einmal Leute, Raps. Leute. So, hat man eigentlich gerade den Panda gesehen? Ja, hat man. Ja. Evren und Jan, für euch auch nochmal das Nicht-Eichhörnchen. Einfach, weil ich es die ganze Zeit vergesse. Aua, help. Ja, vielen Dank, Kevin. Würde ich sagen. Das ist nur ein bisschen unangenehm. Aber ich kann nur sagen, Jamie ist schuld. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Das passiert nur dem Besten. Ja, jetzt läuft der Helfer auch. Sehr gut. Aber wieso läuft der? Er soll doch arbeiten. Warum ist der denn hier unten, Leute? Jetzt ist aber, glaube ich... Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Warum läuft der? Ich kann das irgendwie nicht mehr hören. Okay. Also, folgendes. Oh, oh. Folgende vielleicht interessante Information. Bin mir nicht sicher. Wir haben heute den Mod drauf. Den Crossplay-Mod, dass man... die ganzen Warum Sachen läuft jetzt rückwärts schneller als kann. Oh nee. Aber das klappt leider nur. Warum läufst du rückwärts 40 km/h? Also. Ole. Das klappt allerdings erst, wenn wir die ersten Kisten wegfahren. Das mache ich jetzt mal. Ja, genau, denn das Das zu testen. Also, durch die Mod wiegen alle Paletten nur 100 Kilo und aber erst die neuen, die neu generiert werden im Prinzip, wiegen dann 100 Kilo. Genau, damit nämlich Kevin nicht wieder Albträume hat, weil er hier die ganze Zeit Gabelstapler fahren muss. Olli. Also Albträume kann man von dem hier definitiv nicht bekommen. Nein, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, das dauert auch sonst einfach zu lange. Ja! Oh. Ah, und wir stellen dann wieder diesen großen Anhänger hier hin, wenn wir ihn dann gleich irgendwo wiederfinden. Und dann kann man das hoffentlich einfach alles besser aufladen. Wir werden mal sehen. Ja, das werden wir ausprobieren. Ja, das werden wir ausprobieren. So, mach mal hin. Olli. Oh Gott, wenn ich jetzt aber jede Kiste hier einzeln hinfahre, ich kriege jetzt schon die Krise. Nein! So, kurze Frage. Fährt der Mähdrescher denn schon wieder? Bestimmt. Ja. Allein schon bestimmt. Der arbeitet schon wieder fleißig. Ja, sehr gut. Echt? Der arbeitet? Sowas kann der? Irgendwer weiß nicht, was das bedeutet. Scheinbar. Wenn wir gleich irgendwie ihm Geld bezahlen, dann arbeitet auch irgendwer. Ich schrapp an der Hauswand entlang. Sehr gut. Fängt schon mal super an.
Ich kann das hier jetzt leider gerade nicht sehen, weil wenn wir die Zeit nicht vorspulen, dann droppen wir auch keine neuen Kisten. Obwohl doch, eigentlich müssten die doch sofort kommen, oder? Ja, ganz ehrlich, guck mal auf den Preis. Eine Kiste, 1650. Ja, weil eine Kiste mittlerweile mehr Liter hat, aber auch. Okay, einen Moment, ich bin gleich wieder da. Du bist bei Twitch, ne? Ah, okay, super. Okay. Ja, weil dadurch, dass der Ton immer verschwindet, muss ich jetzt in diesem Restream-Chat die ganze Zeit bleiben. Hä? Nein. Ich kann nur die ganze Zeit weiter quatschen. Ist doch eh egal. Okay, Kevin, du machst dann die erste hier fertig, ne? Ja. Ich helfe auch beim Gewächshaus. Sehr gut. So, ich habe immer noch keine Ahnung, wo der lange Anhänger ist. Das weiß ich auch nicht. Evren. Hey, Vorsicht. Habt ihr den nicht verkauft? Haben wir den verkauft? Ich weiß es nicht. Wir gucken gleich mal rum. Der ist ja auch nicht so teuer im Endeffekt. Das Einzige, was nervig wird, ist, wenn wir mit diesen langsamen Treckern den holen, fahren. Das wird ein bisschen nervig. Mhm. Weil es gibt ja eigentlich nur einen. Ja, wir also können auch den noch größeren für LKW holen. Unser Plan, falls du es wegen dem ganzen gerade nicht mitgekriegt hast, ist einfach heute ordentlich Geld zu verdienen. Mit allem, was wir hier haben. Weil wir haben beim letzten Mal so lange die Zeit vorlaufen lassen, dass unsere kompletten Produktionen voll sind. Hier siehst du selber. Guck mal, das muss alles hier weggegabelstaplert werden. Ich habe davor halt schon wirklich hier alles weggefahren, brav aufgeräumt, dann war wieder alles da. Ja, Kevin, hast du. Ich glaube, ich mache erstmal hier mit dem Brot und dem Kuchen kann ich weiter. Bestätigen, dass du das gemacht hast. So, wo könnte jetzt dieser Anhänger sein? Das ist mathematisch bewiesen. Ach, wisst ihr was, ich glaube, ich gucke einfach ganz schnell. Wir müssen doch eigentlich irgendwo Geräte haben, oder? Ach, Geräte? Ja. Im Shop, da haben wir doch irgendwo unsere eigenen, hier Garage. Ja, da haben wir eine Garage. Und der, das war ja ein Tieflader, ne? Das war ein Tieflader. In der Kategorie Tieflader. Sehr gut. Ebenso. Ja, aber das bedeutet ja auch, wenn wir keinen Tieflader haben... Dann haben wir den nicht mehr. Dann haben wir keinen Tieflader. Exakt. Habt ihr den letztens verkauft? Ja, haben wir nicht. Wir haben keinen Tieflader. Dann habt ihr den letztens verkauft. Ja, ja, weil wir den ja eigentlich nicht mehr brauchten. Das stimmt schon. Kevin hatte recht. Von Anfang an. Ja, Kevin hatte recht. Dann kaufe ich mal eben einen. Kevin hat in der Vergangenheit gesehen. Ich habe das Spiel durchgespielt. Du hattest zwar mehr Zeit gebraucht, als einmal hin und her zu fahren, aber egal. Nur zwei Paletten? Ja. Nur zwei? Naja. Okay. Du kannst mal probieren, pro Gabel drei aufeinander zu stapeln. Pro Gabel. Okay, dann... Noch die 6. Bin ich den ganzen Stream jetzt aber beschäftigt. Daddy's durch. Ich mach mal kurz meinen Gabelstapler zur Seite und hol dann mal den Anhänger. Jo. Ich muss nur mal kurz gucken, ob ich das tatsächlich mit dieser kleinen Gurke hier machen möchte. Ah, kleine welcher Gurke. Welche kleine Gurke? Mit dem Führer. Mal gucken. Ah, oh, ja, geht eigentlich. Dann stelle ich den nämlich gleich wieder hier hin. Fahr, Gurke, fahr. Ja, Gurke. Hast du eigentlich den Smiley gesehen, Jamie? Ja, sieht cool aus. Ich habe heute extra nochmal im Offline-Modus den Stream gestartet. Das hat wenigstens funktioniert. Den Stream gestartet. Upala, vorsichtig. Vorsicht. Ich bin jetzt hier unterwegs. Hab extra den Stream gestartet, wo ich das hinpacken kann, weil hier überall irgendwas an ist. Und hab den da jetzt mal so in die Ecke gepackt. Ich finde auch, der sieht ganz lustig aus. Ja. Weil wir das ja jetzt bei Anno auch so haben. Der guten Sondiermütze.
Ja, genau. Die habe ich aber extra dafür ausgeschnitten. Schon mal für ein Thumbnail eigentlich, aber hat irgendwie nicht so gepasst. Aber ich finde, das sieht so auch ganz nice aus. Ja, und irgendwas war gerade schon wieder mit unserem Mähdrescher. Helfer B hat einen vollen Korntank. Ich arbeite. Ich war Gabelstapler. Ich tue so, als ob ich arbeite. Okay. Wie immer also. Das ist gut. Ich kann halt nicht schneller fahren. 25 km/h. Nein. Ich gebe mein Bestes. Nicht umfliegen, Palette. Bleib da drauf stehen. Oh, bleib da drauf stehen. Ja, das ist das Schlimmste, die nachher da irgendwie wieder zu entbuggen. Ganz übel. Nee. Kevin, nein. Nein, ich zieh sie schon wieder mit. Warum fahre ich überhaupt in den Shop, Leute? Kann mir das mal jemand sagen? Also, was solltest du denn abholen? Warum verkaufe ich in den. Warum fahre ich in den Laden, dem Trecker und nicht in den. Ja. Warum fährst du in den Supermarkt und nicht in den Shop? Sorry. Mir fällt aber gerade mal kurz ein, ich muss mal kurz stehen bleiben, weil ich habe ja jetzt gar keinen Stream gepostet. Moment. Das muss ich mal kurz ändern. So, falls Schmatzgeräusche, dann. Die Hunde kriegen gerade was zu futtern. Ja, aber ich musste ja gerade. Musste ja gerade den anderen wieder löschen. Dann mache ich das nochmal ganz kurz. Ihr seht jetzt leider nichts, aber ich versuche, mich zu beeilen. Wirklich. So, wo ist jetzt das andere Kanälchen hier? Das so schönes. Wunderschönes. Na, ob das was wird. Ich weiß ja nicht. Nein, bitte nicht umfliegen. Oh Gott. Ich glaube, das geht so in die Hose. Ja. Also, ja. Nicht hinterfragen, einfach machen. Nein, was hat er jetzt hier gemacht? Jetzt will er mich doch aber hier gerade komplett auf den Arm nehmen. Du musst dann aber so einen halben km/h fahren, wenn du das drauf hast auf den Gabeln. Das ist auf jeden Fall. Das geht so in die Hose. Ich mache jetzt einfach auf die Schnelle so, ohne Foto. Ah ja, oder? Ich mache einfach nochmal. Ich weiß, ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch selber keine Ahnung. Das ist gut. Von daher ist das auch okay. So, frag mich nochmal bitte auf Twitter. Das ist das Beste. Sehr gut. Keine Ahnung ist auch eine Ahnung. Das stimmt. Nur halt keine. Weisheiten mit Jamie und Kevin. Ich meine, in dem Moment realisiert man ja, dass man keine Ahnung hat. Also hat man ja eine Ahnung, und zwar, dass man keine Ahnung hat. Genau. Kein Kommentar. Kein Kommentar einfach. So, schaut vorbei. Bitte. Es ist sehr philosophisch. Philosophisch. So. Ihr habt es geschafft. Zack. Und ich blockiere einfach die ganze Straße, aber es ist halt eben so. Okay, jetzt geht's vorsichtig. Los. Also. So, okay. Du musst erstmal die Gabeln ganz breit machen. Ich. Ja, aber das geht schon irgendwie. Diese olle Gurke hier. Ich bin wahrscheinlich gleich. Ja. Ja. Vielleicht. Oh, Moment, mir fällt gerade was auf. Ja, ganz langsam. Gab es in der letzten Zeit mal ein Update? Ich weiß es nicht. Weil hier die Umrandung beim Shop ist einfach weg. Das sieht nicht richtig aus, aber ja, let's go. Jetzt geht's mit der 0,5 km/h dorthin. Ich will gar nicht wissen, was ihr da gerade anstellt. Man konnte ja früher nicht durchs Blumenbeet fahren und jetzt geht das auf einmal. Warum ist das so? Ich versuch mal. Auf jeden Fall das Spiel durchgespielt. Okay, das war schon mal nicht so gut.
Weil. Ja, doch. Was ist mit dem Spiel los? Was sind direkt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das spinnt gerade so ein bisschen. Kannst du das ja mal angucken? Den Plan, den ich und Jamie jetzt ausgehakt haben. Ah, jetzt die neuen, die Paletten, schon. Die jetzt neu gespawnt sind. Die ja, sind jetzt. Mega nice. Ich komm gleich. Warte mal kurz, Kevin. Warte kurz, Kevin. Nein, 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 nein. Ich komm angezuckert. Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist da los? Warte! Komm, da, darum waren wir jetzt doch eine. Was? Oh, schön durchs Schild gebackt. Kein Problem. Hey! Ist doch neu! Guck Let's mal, das go. Schild! Das Schild ist doch auch neu! Welches Schild? Antonio Carraro. 2 Hour New. Stimmt, das ist neu. Ja, hier ja weil das ein neues Pack ist. Ja, aber los, komm jetzt mal schnell dann nach oben. Ja, schnell geht mit dem Trecker hier nicht und schon gar nicht mit dem Anhänger. Jamie, ja? Siehst du, der Gabelstapler hat hinten da, wo der Motor ist, da ist ja auch nur so eine kleine Ebene. Glaubst du, kriegen wir auch noch eine Palette drauf? Ich glaub nicht. Aber ich kann's probieren. Ich hab nur das Gefühl, dass ich dich damit nach vorne schiebe oder so. Nee. Let's go! Warte, warte! Was zum Teufel macht ihr da? Ach, deswegen! Arbeit. Oh, beste Mod ever, Wer braucht Leute. Schon den Tieflader? Ja, das würde ich jetzt aber... Oh Gott, nein, halt, stopp, hier fällt's gleich! What the heck? Nee, das geht schon! Nein, nein das oh. ist alles! Ja... Die, ja, ja. Ja. Egal, passt schon. Solange die auf dem Dach drauf bleiben, dann passt. Es sah witzig aus und das allein ist Grund genug. Ja, ja, sehr gut gemacht. So, ich die auf dem Dach stehen noch, also geht's. Also, wir haben ja sonst immer im Multiplayer mit anderen gespielt, die auf dem PC waren und wenn man halt das Crossplay drauf hat, dann funktioniert die Autoload-Mod nicht. Und weil das letztes Mal ziemlich ja mühsam war und wir die die Autoload-Mod ganz schön vermisst haben, haben wir uns heute eine neue ausgesucht. Und wir hatten super viel Auswahl, denn es gibt exakt eine für Crossplay. Ah, das ist, und das ist nicht meine Autoload-Mod. Genau, sondern eine Autoload hier mit den. Wir können jetzt praktisch. Paletten wiegen 100. Genau, die wiegen jetzt alle 100 Kilo und man kann sie jetzt per Hand tragen. Aber ich würde euch nicht empfehlen, aber nur zu alle rennen. Neu gespawnt. Doch. Weil, wenn man rennt, dann fallen die runter und buggen dann in die Erde, so wie wir das schon mal hatten. Man kann sie auch werfen. Dich da noch dran erinnern. Was? Was hörst du? Wer ist zu leise? Ich bin gleich wieder da. Warst du zu leise? So, da bin ich wieder. Ja, ich mache einfach mal mein Mikrofon ein bisschen näher dran. Keine Ahnung, ich bin vielleicht ein bisschen zu leise. Vielleicht. Hallo. Zu leise. Vielleicht bin ich zu leise. Vielleicht bin ich zu leise. So, ich brauche aber dann bitte jetzt nochmal einen Check, ob ich jetzt laut genug bin. Die Challenge, die du mir gegeben hast, Jamie, war ja scheinbar erfüllt. Bin ich schon lauter? Ja. Sehr gut, ich habe 3 Paletten pro Gabel transportiert. Na, du kannst 4 Paletten übereinander stapeln. Locker 5, aber will ich mir nicht antun. Rein theoretisch, wenn du 3 übereinander stapelst und das auf deinen anderen Dreierstapel stellst, dann kannst du so viele aufeinander stapeln, wie du willst. Hallo, ich möchte bitte nur diese Tomaten. 10. So, bitte, diese Tomaten müssen noch mit dem Gabelstapler abgeholt werden, denn die kann man noch nicht hochheben. Okay. Und diese hier hinten auch noch nicht. Die anderen, okay.
Das ist zumindest der Plan. Achso, du willst sie so mitnehmen. Die anderen, das haben wir immer so gemacht. Ich guck mal kurz, welche ich davon schon tragen kann. Die hier hinten sind auch noch alle 400 Kilo. Also die schon mal nicht. Auf jeden Fall haben wir die dann immer per Hand hier komplett draufgeladen, so zwei-, dreilagig, und dann fährt man einmal dahin in die Runde. Was denn? Kann der jetzt auch Brot tragen? Natürlich. Was für ein... Alles kannst du. Beste Mod ever. Ein Gabelstapler mehr. Ja, wer braucht die? Wir müssen halt nur das jetzt erstmal weghauen, was da ist. Und das ist eigentlich eine Menge, weil... Aber nur das, was da steht. Ja, aber habt ihr schon mal bei den Schafen die Wolle oder die Kleidung angeguckt? Nee, ich glaube nicht, oder? Habe ich nicht gesehen. Ich bin blind. Wolle da? Das ist nicht mein Arbeitsbereich. Was? Das ist alles der gleiche Arbeitsbereich. Jamie, wenn es um die Wolle geht, ich glaube, wir nehmen dann Urlaub. Ja. Also, ich an dem Tag, wo wir das machen, da bin ich krank. Ja. Wir machen das jetzt. Dann bin ich jetzt, ich bin krank. Genau. Kann das leider nicht machen. Hat man die letzte halbe Stunde gehört, wie krank ihr seid? Ja. Ich auch, ja. Das würde ich doch mal sagen. Ja, also wie... Genau. Die Eier müssen auch noch verladen werden. Die sind auch noch auf dem alten Kilo. Die Molkerei ist voll. Und, was noch? Ja, um die Molkerei kümmere ich mich gleich. Um alle weit verarbeitendsten Produkte kümmere ich mich. Ja, Kleidung ist auf jeden Fall... Schmeiß ich alle auf einen Anhänger hier. Die Kleidung... Ah ja, ach komm, die Kleidung kann ich da auch draufhämmern. Ich gucke jetzt erstmal als erstes, was die Kleidung ist. Ob wir die nicht gleich direkt wegfahren, dann machen wir die nämlich zuerst. Wie viele Paletten sind diesen blöden Gewächshaus eigentlich noch drin? Das kann ich dir sagen. Noch 4 Paletten Salat und 0 Toilettentomaten. Toiletten sind hier sowieso nicht. Ja. Ja. Ist, glaube ich, zu erwarten. Ich glaube, ich habe gerade spontane Kopfschmerzen bekommen. Aber die neu spawnen, die musst du sowieso nicht mit dem Gabelstapler nehmen. Weil die wiegen dann schon nur noch 100 Kilo. Und deswegen habe ich jetzt von hier hinten begonnen aufzuräumen. Es ist halt einfach viel angenehmer. So habe ich das vorher immer gemacht. Einfach per Hand nehmen auf den großen Anhänger und dann, wenn der voll ist, nur einmal eine Runde fahren. Das ist easy peasy im Vergleich jetzt zu Gabelstapler fahren. Ja. Wenn das, was ich und Jamie hier gemacht haben, das war ja schon... das wären 10 Paletten auf einmal gewesen. Ja. Ja, aber die ihr habt zwei auf den Nacht, die fand ich sehr toll. Ja, ihr habt kein Festschnallgurt. Ach, hätte ich langsamer begonnen zu starten, dann wäre das bestimmt oben geblieben. Kann sein, ja. Aber das hinten wäre sowieso alles runtergefallen. Nein. So, ich gehe mal zu Käse und zum Schokolade. Do it. Und wir brauchen Milch in der Bäckelei. Das geht immer schon wieder gar nicht. viel zu wenig Milch und viel zu wenig Mehl da. Naja, der Mähdrescher fährt ja. Ich habe zwar keine Ahnung, was der gerade einholt, aber unser Silo dürfte ja voll sein. Und dieser Doppelanhänger, der ist bei beiden, glaube ich, schon mit Raps gefüllt. Der müsste geleert werden. Ja, dann ab zum Supermarkt damit. Ja. Am Gabelstapler fahren. Ja, oder halt erstmal ins Silo, damit wir weiterarbeiten können. Eins von beiden. Mir fällt auch gerade auf, dass die Schafe hier noch gar nicht zu futtern haben. Ja. Vorsicht. Bin ich jetzt laut genug? Ja. Nicht bei euch. Was? Okay, weil ich glaube, ich muss das dann gleich nochmal ein bisschen anders machen. Denn ich kann nicht noch näher hier ans Mikrofon ran. Ich muss mein Mikrofon gleich mal ein bisschen lauter machen. Du musst das Mikrofon förmlich auffressen, dann hört man dich gut. Ja, das will ich ja nicht. Weil dann ist ja hier alles Mürre angesagt.
Also mehr ist doch eher ganz angenehm. Kommt drauf an. Also kommt drauf an, was. Ja, aber sind die anderen beiden denn zu laut oder sind die normal laut? Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz in die Pause, aber nur mit dem Bild. Ich bleib dran, weil ich muss hier nämlich was ändern. Ich hoffe, dass der das jetzt macht. Und man sollte mich ja jetzt eigentlich hören. I hope so. Ja, man hört dich. Oh Gott. Siehst du, Jamie, was habe ich gesagt? Locker 5. Mein Mikrofon 5. ist nämlich irgendwie voll leise oh gestellt. Bin ich jetzt lauter geworden? Ich habe auf jeden Fall 5 übereinander bekommen. Warte kurz. So, bin ich jetzt lauter geworden? Deutlich lauter? Okay. Ich bin jetzt schon fast im roten Bereich. Hallo? Der Gabelstapler so, aber nicht so hoch. Hallo? Hallo? Ist das gut so? Oder bin ich jetzt zu laut? Warte. Okay, so also. Ja. Ist das okay? Danke. Vielen Dank für diese Information. Du brauchst ein bisschen Gegengewicht. Es geht schon. So, wir wechseln wieder ein Spiel. Und fahren weiter Gabelstapler. Viel Spaß. Danke. Den werde ich haben. Und die auch viel Spaß kennen. Ja. Ganz, ganz vorsichtig. Oh Gott. Mama, eigentlich musst du dir das angucken. Bitte? Ich muss dir das angucken, was wir hier gerade tun. Wo seid ihr denn? In den Gewächshäusern immer noch. Oh Gott, das will ich mir nicht angucken. Doch, willst du. Was ist das denn? Der schiefe Turm von Tomaten. Der schiefe Turm von Paletten. Ja, von Paletten, da ist ja alles drauf. Okay, ja, der Turm von ja, Paletzer. Sieht gut aus. Nicht bewegen. Geht ja schlecht. Nicht bewegen, aber bewegen. Ach, du bist von der Seite, okay, jetzt check ich das. Der schiefe Turm von Das sah gerade von hier aus einfach so aus, als wenn es alles auf deinem Dach drauf ist. Oh, 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 oh. Atmen anhalten. Tomaten werden hier nicht Tomaten. Angenommen. Tomaten werden hier nicht angenommen. Error, Error, Error. Nein, die Palette rutschen nach links. Go for nein, it. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Bock, 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 bock. Jawohl. Ja. Ah. Mega nice. Also ich hab zwischendurch mal den Chat ausgeschaltet, aber ich habe beschlossen, den immer auf eine Taste zu legen und immer erst anzumachen, wenn es auch wichtig ist. Ja, es ist gerade eine Palette verschwunden, daraufhin ist alles, ja. Explodiert. Sehr gut. Daraufhin ist er hat die schiefen Paletten nimmt er nicht an. Ja, aber können wir die nicht... Ach nein, das sind ja noch die vollen Paletten. Geh weg. Nee, die sollten jetzt eigentlich schon so leicht sein, dass sie die tragen können, glaube ich. Ja, alles gut, aber ja, jetzt geht's. Okay. Ihr macht das schon. Konnte man schon tragen. Sehr gut. Das ist professionelle Arbeit. Ja, absolut. Ja, professionell. Natürlich. Das wird jeder so unterschreiben. Ja. 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 Klar. Wenn du so Beruf mit Gabelstapler machst und du zeigst dem Chef dieses Video, dann nimmt dich sofort. Wahrscheinlich, genau. Nein, ich hab die Palette verloren. Oh nein. Vor allen Dingen, wenn alles durch die Gegend fliegt, das wird er besonders nice. Ja. Oh, ey, wie sieht dieser Anhänger eigentlich aus? Das muss hier alles mal gewaschen werden. Aber erstmal muss ich die Schafe auf der anderen Seite füttern. Die haben nämlich nichts zu essen. Tomaten werden hier nicht darin genommen. Ich bin unschuldig. Ja, ich bin hier derjenige, der Tomaten durch die Gegend schleppt. Ja, das ist aber alles die ganze Zeit Karte. So, wenn man da hinten unterwegs ist. Du kommst ja dann noch nachher an zwei von diesen Ladeflächen vorbei. Jetzt sagt das ja jedes Mal. Oh, was ist denn hier los?
Okay. Ja, ich werde auf jeden Fall dann, glaube ich, noch andere Crossroad Crossroad Cosplay Mods ausprobieren. Hey, und Daddy ist am Start auf Twitch. Hallöchen, Deadzek. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast ordentlich was geschafft. Mhm. Hallo, Jena wird eh produktiv gearbeitet. Ja, es war halbwegs. Wir Willkommen. Haben Kevin und Jamie, die sie tun zumindest so, als ob sie was tun. Ich bring grad Milch in die Bäckerei. Ja, das stimmt. Ich sag so, Daddy, wir waren so produktiv, dass wir mit einem Gabelstapel es geschafft haben, fast 10 Paletten zu transportieren. Und das soll schon was heißen. Jetzt geht so. Der Wind natürlich. Ja, Daddy ist ja unser Cashman, aber der ist ja heute wieder nicht dabei. Das heißt, es gibt heute nicht so viel Cash. Achso, ich muss eigentlich auf die Wiese. Hey Daddy, ich hoffe auf jeden Fall, es geht dir gut. Und, lieber Mod, einmal Ausrufezeichen Deadzek in den Twitch-Chat, bitte. So, schaltet er jetzt auch eigentlich alles an, wenn ich gar nichts anmache? Deadzek mit C. Ja, so wie der Anfang von ihm und alles kleingeschrieben. Oder Daddy macht es einfach selber. Ach so, oh, Papa hat schon seine. Ja, sorry. Nee, ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil er jetzt nämlich den Ladewagen nicht angemacht hat. Ja, danke für deine Mitarbeit. Jetzt? Ich hoffe, es klappt jetzt. Ja, jetzt liegt er auf. Okay, perfekt. Dann kann er das ja hier weitermachen. Oh Gott, und die Eier sind auch noch überfüllt. Und ich glaube, die Hühner haben auch nichts zu essen. Doch, die haben bestimmt was zu essen. 0 Liter Nahrung. Doch, die haben bestimmt was zu essen. Nichts Produktives auf jeden Fall. Danke, mir geht's gut. Sehr schön, Daddy. Freuen wir uns. Ach so, und ich wink dir nochmal. Mit dem Nicht-Eichhörnchen. Meerschweinchen, Hamster, Eichhörnchen, was auch immer. Ich glaube, es ist ein Hamster. Aber wir haben es jetzt einfach. Das ist ein Einhörnchen. Wir haben es jetzt einfach auf Nicht-Eichhörnchen getauft. Einhörnchen. Ja. Eichkatze. Und Jamie halt so. Ich so. Bin im österreichischen Dialekt und sage Eichkatze. Wie geht's euch? Uns geht's gut. Also, ich sag immer, uns geht's gut, aber mir geht's gut, Daddy. Und Jamie, wie geht's dir? Mir geht's gut. Kevin, und bei dir so? Ist super, bis auf das Gabelstaplerfahren, aber davon ist mal abgesehen. Aber ey, ich hoffe, das ist dann jetzt das letzte Mal, dass wir Gabelstapler fahren. Von denen beim zweiten, beim mittleren gewechselt hast, musst du aber keine mehr mit dem Gabelstapler fahren. Ich glaube, die gingen schon alle. Ja, waren sie auch schon alle. 1, 2, 3, 4, da du. Ja, Daddy, wir brauchen hier deine tatkräftige Unterstützung. Wir haben uns sogar extra eine Mod runtergeladen, damit hier so jeder besser machen kann, wozu er Lust hat. Und zwar, weil das hier so nervig war hier letztes Mal mit diesen ganzen Gabelstapler aufladen und so weiter. Ich meine, wer Bock hat, der kann das natürlich immer noch machen, aber wir haben uns jetzt erstmal vorübergehend heute eine Mod runtergeladen, dass alle neuen Kisten, die spawnen, können wir per Hand tragen. Und also ich denke mal, Kevin will unbedingt weiter Gabelstapler fahren. Natürlich, natürlich. So, und dann kann man die hier praktisch abstellen per Hand und irgendwann, wenn der Anhänger dann voll ist, dann fahren wir den rüber zum Bauernmarkt. Oh Gott, was machst du schon wieder? Achso, dann mache ich dann eben kurz den Chat an. Ja, das ist halt so viel entspannter dann, wenn man das machen kann. Eingestürzt. Aber vorher, guck mal, das sieht man hier richtig gut. So, ich fahre jetzt verkaufen. Ja, mach das. Das Normalgewicht ist halt 400 Kilo und auch alles andere ist halt total schwer. Deswegen
funktioniert nicht angenommen. Das nicht. Alles andere. Ich dachte gerade, ich will das in die Molkerei tun. Wir haben ja normalerweise die Auto-Load-Mod, aber Kevin und spielt von. Die Auto-Mod. Aber Kevin spielt von. Von was spielst du nochmal genau? PlayStation 4. Ja. Von der PlayStation 4 und deswegen mussten wir uns heute. Genau, weißt du, wir haben jetzt die Mods einfach runtergeladen, Daddy. Ich habe mir das nämlich auch gedacht, dass du wahrscheinlich, wenn du mitfährst, dann mit dem Gabelstapler fahren möchtest. Und dann machen wir es nämlich ganz anders, dann lassen wir nämlich einfach die Mod auch weg. Weil ich nämlich auch nicht weiß, inwieweit das mit dem Gabelstapler fahren das dann beeinträchtigt. Daddy fährt gerne Gabelstapler. Ja, aber er würde ja dann ja auch mit seinem Lenkrad fahren. Ich glaube, da ist es dann nochmal ein bisschen anders. Ach so, ja, okay. Ein bisschen Güter. Das. Bisschen angenehmer dann, glaube ich. Ja. Aber denkt immer dran, egal wie gut ihr fahrt, Züge fahren Güter. Der war schon beim letzten Mal so schlecht. Das ist der einzige Grund, warum ich ihn nochmal gebracht habe. Unterirdisch. Hi, Kevin. Ach ja. So, du sagst unterirdisch, da habe ich auch mal was gehört. Meine Witze sind wie U-Bahnen. Lässt du dich auf ihr Niveau herab, nehmen sie dich sogar mit. Ja, gut. Ist aber ein guter Spruch eigentlich. So vom Ding her. So. Alter. Soll ich euch noch einen Witz erzählen? Ja, hau rein. Hau raus. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Buh. Ich weiß aber nicht, ob das richtige Witze sind. Doch. Zählt das schon als Witz? Klar. Okay, da hast du den, also, egal, hast du den gerade gegoogelt? Nö. Okay, weil sonst, da gibt's ja noch diesen mit den Dinosauriern. Wie ging der denn? Dinosaurier? Ja, irgendwas mit sauer. Irgendwas ist sauer. Irgendwas von sauer, wenn ich den schon... Den hast du ja. Aber Dinos erfunden. Sind Saurier. Ach ja. Ist dann die egal wie sauer du Poente. Bist. Dinos sind Saurier. Egal wie sauer du bist, Dinos sind Saurier. Genauso ging der. Es ist noch viel zu egal früh. Egal wie neu du bist. Manuel ist neuer. Ja, den kenne ich auch. Da finde ich doch aber die Chuck Norris Witze besser. Chuck Norris Witze. Ja. So, es hat immer noch keiner Ausrufezeichen Deadzack in den Twitch-Chat geschrieben. Warum nicht? Ich finde auch Trabi-Witze sehr gut. Zum Beispiel, wie kommt ein... Achso, es wird mir hier nicht angezeigt. Eine Sekunde, Jamie, warte bitte ganz kurz. Ja. Technische Schwierigkeiten. Ah, okay, das wurde mir jetzt aber hier in meinen Chat gar nicht gepostet. Nein, Kevin, nochmal. Es gibt keine technische Schwierigkeit. Kann ich meinen Trabi-Witz erzählen? Ja, bitte. Wie kommt ein Trabi auf einen Berg? Mit einem Abschleppseil. Okay. Gut. Chuck Norris Witze sind, glaube ich, auch schon uralt alle. Ja, es macht nichts, die sind aber gut. Ich habe gehört, Chuck Norris braucht einen Stunt-Double für Szenen, in der er weinen soll. Okay, den kann ich noch gar nicht. Ich kenne nur diese anderen Standardsachen, von wegen. Jetzt fällt mir bestimmt keiner ein, so auf die Schnelle. Mir fällt gerade auch gar keiner ein. Ja! Wir müssen sonst mal die Dame fragen, aber ich darf den Namen jetzt nicht sagen, sonst quatscht sie mich voll. Ich habe gehört, Chuck Norris Tränen können Krebs heilen. Nur zu schade, dass er nie weint. Ah, ich hab einen. Ja, erzähl. Also, Chuck Norris äxt den Wasserhahn. Lull.
Und ich weiß nicht, ob ich dich gut finde. Hi. Hallo Ricky, schön, dass du reinschaust. Das schreibe ich direkt einmal. Ausrufezeichen Ricky. Alle hey. Paletten, die da eigentlich jetzt noch sind, sind 100 Kilo schwer. Tobt euch aus. Sehr gut. Oh, und hier muss ich auch schon bei der Wolle aufpassen. Hier spawnt schon was nach. Die muss ich dann auch stehen lassen. So, Ricky, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, es geht dir gut. Und? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich muss hier gerade mit 10 km/h fahren, weil ich gerade in 3 von 2 Kurven, die ich gefahren bin, umgefallen bin. Okay. Warum hast du das denn? So. Warte. Ricky haut Chuck Norris-Witze raus. Da bin ich dabei. Chuck Norris bekommt bei Praktika sogar 20% auf Tiernahrung. Das war vor 100 Jahren mein Lieblingswitz. Okay. Es geht mir gut und ja. Und oder eher oder. Oder wie geht's bei euch? Bei uns ist alles gut. Ich beantworte das jetzt einfach mal für alle, weil alle schon einmal geantwortet haben. Es sei denn, in den letzten 5 Minuten hat sich was geändert. Nein. Bei Kevin weiß man nicht so genau, der muss ja wieder Gabelstapler fahren. Nee, ich bin fertig. Okay, also hier alle ist noch Paletten ein bisschen was. Ja, 100. Dann darfst du Rolle machen. Nein, ich hab... Das ja, stimmt. Das muss ja, sehr gut. Das muss auch gemacht werden. Hey, Ricky, schön auf jeden Fall, dass es dir gut geht. Und ja, wir haben gerade auch überlegt, aber es fällt mir einfach kein Chuck Norris-Witz ein. Was soll das? Dabei gibt es so viele hier mit Honig und mit dem Telefon. Jamie, sag mal. Ah ja, Chuck Norris isst keine Honigbonbons, er kaut Bienen. Ja, genau, das war einer zum Beispiel. Ich frage die Dame noch einmal. Wie viele Liegestützen schafft Chuck Norris? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es. Alle. Ja, ja. Habe ich auch gerade gesagt. Und wie ist die Antwort, Ricky? Bitte sag es uns. Wahrscheinlich richtig. Ladefläche ist blockiert. Mega nice. Wovon? Alle. mir fällt gerade noch was ein. Wenn Chuck Norris Computer abstürzt, dann fragt er ihn zuerst um Erlaubnis. Ja, den kenne ich auch noch. Wir lassen uns ja Chuck manchmal... Chuck Norris grillt unter Wasser. Also ist das SpongeBob. Ich hätte da einen Witz, aber... Chuck Norris Grill unter Wasser. Okay, ich weiter. Witz, aber... Ich hätte da einen Witz, aber der, dafür muss man The Ring gesehen haben. Und ich weiß nicht, inwiefern... Ich meine, Chuck Norris hat das verfluchte Tape angeguckt, wurde angerufen und sagt, Chuck Norris hier, er sagt dir eine Stimme, sorry, ich habe mich verwählt. Okay. Also ich habe irgendwann mal The Ring geguckt, aber kann mich dann nicht mehr dran erinnern. Chuck Norris bekommt bei Burger King einen Big Mac. Was? Die sind ja auch geil. Ja, Chuck Norris Witze sind individuell. Ja. Chuck Norris kannst du überall einbauen. Ja, ist wirklich so. Ist ja auch. Wir lassen uns die immer von. Ich kann den Namen nicht sagen, weil sie sonst hier angeht. A-L, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, erzähl. Du kannst es ja sagen. Was kam zuerst? Das Huhn oder das Ei? Chuck Norris. Chuck Norris. Ja. der war irgendwie klar. Oh Gott, ich war hier irgendwie mal. Ist doch jeder Chuck Norris. Ist doch jeder zu sehen. Jeder Chuck Norris Witz ist das. Chuck Norris macht keine Liegestütze, er drückt die Erde weg. Ja. Oh Gott. Oh, wie geil. Alles okay. Chuck Norris ist einfach bester Mann. Kontrolle. Wir haben alles unter Kontrolle.
Mhm, wahrscheinlich habt ihr das ja. Ich gerade fast Jamie überfahren. Zum Glück kann man das nicht wirklich in diesem Spiel, aber ja, macht mal ruhig weiter. Oh, ich glaube, ich muss mal gleich ein Auge woanders hinwerfen. Ich kann das hier leider nicht Chuck mehr sehen. Chuck Norris verwählt sich nicht. Wenn du abhebst, bist du am falschen Telefon. Oh ja. Nice. Oh, sehr gut. Ja, frag mal weiter. Ach ja. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Keine Ahnung. Irgendwer. Chuck Norris wurde von der CIA verhört. Die haben ihm alles erzählt. Die kenne ich auch noch. Nee, das war, Jamie hat angefangen mit seinem Güterwitz da. Ja, stimmt. Dann habe ich mit Goethe weitergemacht, mit Neuer. Und dann haben wir gesagt, dass Chuck Norris-Witze immer noch die besten sind. Ja, perfekt. Okay, so, Moment. Chuck Norris hat seine Mutter zum Krankenhaus vor seiner Geburt gefahren. Chuck Norris sortiert schwarze Filzstifte nach der Farbe. Hey, wartet nur mal kurz, ich komme hier gar nicht mehr hinterher. Hey, und meistens anders ist am Start. Hallo. Hi, auf YouTube oder auf Twitch? Auf Twitch. Guten Abend, meistens anders. Achso, ja, man sieht wieder richtig gut, dass man den Chat auf der linken Seite nicht so gut lesen kann, ne? Ich glaube, wir müssen doch irgendwas nehmen. Aber ich finde, ehrlich gesagt, wenn wir da jetzt so eine... Ja, aber ich finde, es ist einfach zu riesig, wenn wir da jetzt so einen Hintergrund drauf machen. Okay, stopp. Ich muss noch mal ganz schnell. Achso, das hat Jamie gerade schon vorgelesen. Chuck Norris hat mehr Kreditkarten als Max Mustermann. Oh Gott. Norris hat schon mal bis unendlich gezählt, zweimal sogar. Also, schön, dass du reinschaust. Auf jeden Fall, meistens anders. Chuck Norris hat schon mal. Das hat Kevin gerade schon vorgelesen. Gerade noch ein Witz von dieser Dame. Chuck Norris hat den Roadrunner gefangen. Ja, der ist auch gut. Chuck Norris verbeugt sich vor Hans Sarpei. Sarpei. Okay. Ah, beste Witze ever, Leute. Oder Sprüche. Oh ja. Weiß ja nicht, ob man das überhaupt so in Gänze nennen kann. Chuck Norris kann schneller stehen, als du laufen kannst. Das können andere auch. Oh, Nightbot ist am Start. Dankeschön, Ricky. Du hast den Nightbot dazu bewogen, aktiv zu werden im YouTube-Chat. Oh. Chuck Norris. Für alle Mathematiker, Chuck Norris kennt die letzte Ziffer von Pi. Wow. Chuck Norris ist eigentlich schon seit 7 Jahren tot. Der Tote hat sich nur nicht getraut, es ihm zu sagen. Oh ja, den kenne ich auch. Wer hat den toten Winkel umgebracht? Niemand anders. Warte. Kann man den Nightbot auch hier aktivieren? Fragezeichen. Ja, theoretisch schon, aber ich muss sagen, bei Twitch funktioniert er ja wenigstens. Der funktioniert nur bei YouTube nicht. Und es ist da auch nicht der Nightbot auf Twitch. Ich habe auf Twitch einen anderen, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber es ist auf jeden Fall ein anderer. Boah, Leute, ich kann nicht mehr Gabelstapler fahren. Ich muss mal kurz was anderes machen. Ich raste hier sonst komplett aus. P-Türen zuschlagen. Ja, den kenne ich auch. Was Unglaubliches, kann noch was Unglaubliches tun. Hallo, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Wenn Chuck Norris ein Nutella-Brot runterfällt, dann landet es auf der unbeschmierten Seite. Ja, den kenne ich auch, der ist auch nice. Dann sollte ich weiterschreiben, meistens anders. Ja, also auf Twitch stellt man ja auch immer so ein, pro wie viele Zeilen der schreiben soll. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, da sind bloß 4 Kommandos gerade drin. Also, hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, Insta ist drin, Discord. Ich weiß gerade nicht, was noch. Und ja. Der Bot, der hat direkt von Anfang an richtig super funktioniert auf Twitch. Und mit dem bei YouTube, naja.
wird schon noch irgendwann. Bei wem antwortet sogar der Nightbot freundlich? Na, wer weiß es? Chuck Norris wurde geblitzt beim Einparken. Genau, bei Chuck Norris. Es gibt keine Massenvernichtungswaffen, nur Chuck Norris. Geil. Ja, ui. Hey, sag mal, ich habe noch eine wichtige Frage. Sind eigentlich schon alle unsere Kühe umgezogen? Ja. Weil dann könnte ich ja vielleicht mal diesen Kuhstall hier abreißen. Ja. Der hat aber noch ein bisschen Milchintus. Ja. Sag das nicht die ganze Zeit. So, meistens anders schreibt, ich verwende selbst aktuell noch Stream Elements. Genau, so heißt auch mein Nightbot. Mir ist nur gerade der Name nicht eingefallen. Den habe ich auch genommen. Aber im Endeffekt funktioniert er ja genauso wie der Nightbot. Also ich habe wirklich auch fast alle Kommandos nur rüber kopiert. Was da nur nicht so klar ist, ist das mit dem Aktivieren. Das hat am Anfang noch nicht so richtig geklappt. Aber jetzt schon. Chuck Norris wurde von der Polizei... Bitte? Kann ich vorlesen, den Witz? Ja, kannst du. Chuck Norris wurde von der Polizei angehalten. Er hat es noch einmal bei einer... Was? Er hat es... Noch einmal bei einer Verwarnung für die Polizisten belassen. Was? Ach so. Oh Gott. Es gibt keine Evolutionstheorie, sondern nur eine Liste von Kreaturen, denen Chuck Norris erlaubt zu leben. Das ist einfach nur die Wahrheit. Oh, Peter Zwiegert hat Schulden bei Chuck Norris, ja. So, jetzt glaube ich, weiß ich keine mehr. Hey, wir wissen eigentlich so viele, aber mir fallen die jetzt natürlich alle nicht ein. Aber ich glaube, wir haben auch schon ziemlich gut, aber es gibt ja trotzdem noch mindestens genauso viele. Das Universum dehnt sich nicht aus. Es läuft von Chuck Norris davon. Oh nein, Leute. Ich muss tanken. Help. Chuck Norris kann aus Frikassee wieder Hühnchen machen. Oh Gott. Nice. Ich bin gleich schon heiser. Hallo? Und hat mir irgendjemand zugehört? Mir fällt gerade noch eine ein. Chuck Norris macht aus Kleinholz wieder einen Wald. Aui. Wenn man Chuck Norris bei Google falsch eingibt, steht dort nicht, meinen Sie Chuck Norris, sondern lauf, solange du noch kannst. Das muss ich jetzt ausprobieren. Ich kann es nicht ausprobieren, aber hey, wer fährt denn mal gleich den Trecker hier tanken? Oder haben wir hier irgendwo schon was zum Betanken? Oder wo muss ich da hin? Oder machen wir das wieder aus, dass die Helfer den automatisch betanken? Ich brauche Antwort, bitte. Keine Ahnung. Jamie. Jamie googelt gerade Chuck Norris, deswegen hat er gerade keine Zeit. Chuck Norris hat alle Pokémon gefangen mit einem Festnetztelefon. Oh Gott, auch nice. Da wären so einige neidisch drauf. Ach guck, da kommt er ja, Stream Elements. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Bevor Monster ins Bett gehen, schauen sie zuerst in den Schrank und unter das Bett, ob Chuck Norris da ist. Ich glaube, den haben wir letztens hier mit Rob noch in den Discord gepostet, oder? Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich muss jetzt noch einmal ganz kurz gucken. Weil ich habe ja, also das Einzige, was mich so ein bisschen stört, wenn ich diesen Chat hier halt aufhabe, ist, dass ich hier gar nicht mehr sehe, was hier los ist. Ach so, okay. Vielen Dank für 5 Däumchen, ihre Lieben. Mega nice. Chuck Norris schläft mit angeschaltetem Licht. Nicht, weil Chuck Norris Angst hat vor der Dunkelheit, sondern weil die Dunkelheit Angst hat vor Chuck Norris. Ja, das macht total Sinn. Und Chuck Norris schläft mit einem Kopfkissen unter seiner Waffe. Oh Gott. Ja, es ist schon...
Deine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Die Großen übernimmt Chuck Norris. Auch nice. Sag mal, wo ist denn der Doppelanhänger? Wollte den nicht gerade irgendjemand wegfahren? Gar nichts gemacht. Ist der schon leer wieder? Ja, ja, der ist, oder ist der schon wieder voll? Ach, der ist schon wieder voll. Ja, also ich habe gerade gelehrt. Genau, ich habe gerade eine Info bekommen, weil dann können wir dann nicht das hier auch wieder anstellen. Nee. Habe ich zu ewig zu lang Chuck Norris Witze vorgelesen. Oh mein Gott, ich hab richtig gute Witze gerade. Also. Ist los. Chuck Norris war bereits auf dem Mars. Das ist auch der Grund dafür, warum es dort kein Leben mehr gibt. Und wie starben die Dinosaurier aus? Sie machten sich über Chuck Norris lustig. Der ist aber echt gut. Und Chuck Norris kann einen Wheelie auf einem Einrad machen. Ich weiß nicht, was ein Wheelie ist. Naja, also Wheelie ist wahrscheinlich ein Stunt bei Motorrad oder, so. Oder bei Fahrrad. Ja, jein. Also Wheelie ist bei Motorrad oder Fahrrad, dass man halt nur auf dem Hinterrad fährt. Ach so, okay. Ja, da weiß ich Bescheid. Und dann, Chuck Norris liest keine Bücher. Er starrt sie so lange an, bis sie ihm freiwillig sagen, was er wissen will. Das könnte ich auch gerne. Das würde ich auch gerne können. Oh nee, ja, es ist schon... Gibt schon so richtig coole Dinger. Eigentlich sind die fast alle ziemlich nice. So, achso, das heißt, Kevin, du bist da hinten sowieso beim Mähdrescher zugange. Du hüpfst da gerade durchs Weizenfeld. Durchs Weizenfeld, was da mal war. Achso, da ist gar kein Weizenfeld mehr. Ich habe hier gerade schon wieder so ein bisschen... Kann das nicht richtig... Ah doch, da ist noch. Da ist noch was. Da war wahrscheinlich die Mischung von Raps und Weizen und da hat sich der Mähdrescher nicht ausgegangen. Ja. Naja, egal, der Gruber, der fährt jetzt einfach so drüber. Ich wollte jetzt einmal kurz beobachten, wie der hier dreht, weil wir ja am Anfang hier so ein bisschen uns überlegt hatten. Ey, du stehst da, du musst zur Seite gehen. Ich wundere mich gerade schon. Ich hab noch was gefunden. Ja, also, das kann die ganze Nacht so weitergehen. Die Rekorde im Guinness-Buch werden alle von Chuck Norris gehalten. Die abgebildeten Menschen sind nur diejenigen, die ihm am nächsten dran sind. Hä, der war zu lang, was? Die Rekorde im Guinness-Buch der Rekorde werden alle von Chuck Norris gehalten. Die abgebildeten Menschen sind nur diejenigen, die ihm am nächsten sind. Sido hat einmal gefragt, wer dieser Chuck Norris ist. Seitdem trägt Sido eine Maske. Oh Gott, aua. Ich glaube, Ricky hat ein paar gute Chuck Norris-Witze am Start. Wenn Chuck Norris ein heißes Bad nehmen will, setzt er sich in einen Vulkan. Oh Gott. Das hätte ich auch so gedacht. Chuck Norris wurde einmal von einer Kobra gebissen. Jetzt überlegt mal, was jetzt kommen könnte. Nach 5 quälenden Tagen voller Schmerzen ist die Kobra gestorben. Was auch sonst. Die haben nichts anderes erwartet. Habe ich auch irgendwie so Chuck Norris Witz über irgendein Virus gelesen. Muss ich das so vorstellen. Er wurde positiv auf dieses Virus getestet, danach wurde das Virus 14 Tage lang in Quarantäne. Die Zeit vergeht nicht. Und flieht vor Chuck Norris. Ja, richtig, ein, war richtig. Ein Witz ist einfach, Chuck Norris ist tot. Okay. Ja. Ja. Chuck Norris wurde schon einmal von einer Bande Piraten besiegt. Das ist nur ein Gerücht. Chuck Norris hat es selbst in die Welt gesetzt, damit noch mehr Piraten kommen. Chuck Norris wurde eigentlich als Drilling geboren. Seine Brüder sind tot und Schmerzen. Chuck Norris trägt keine Uhr. Er bestimmt, wie spät es ist. Oh, der ist gut. Chuck Norris lacht auch zuerst am besten.
Es geht über Wasser, Chuck Norris geht über Jesus. Oh. Ey, wie nenne ich den Stream denn bitte? Alle 1599 Chuck Norris Witze? Ich habe das Gefühl, dass ich, Kevin und Ricky gerade auf der exakt selben Webseite nach die genau selben Witze vorlesen. Das kann sein. Ich habe das Gefühl. Da ist doch so ein übelst langer Chuck Norris Witz, den ich irgendwie nicht verstehe. Ja. Ja, wenn die zu lang sind, ist eh immer nicht so gut, finde ich. Also Witze allgemein. Also ich bin auf Seite 8 von den Witzen. Ich kann keine aufmachen. Leider. Oh. Oh mein Gott. Chuck Norris fährt in England auf der rechten Seite. Ja, der ist gut. Der ist richtig gut. Unter anderem. Mal von Chuck Norris Witz auf Flachwitze gehen. Ich gehe mal auf Seite 12. Oh, ich kann nicht mehr. Ich brauche eine kurze Pause. Ein Witz. Ein Witz. Oh. Ja, erzähl ruhig. Ja. Irgendjemand muss gleich die ganzen Geräte tanken fahren, übrigens. Ne? Lest du den ruhig vor, Kevin. Ich hab die Witze-Seite schon geschlossen. Also. Was waren die letzten Worte von Superman? Chuck Der Stein Norris sieht aber schön aus. Hä? Warum? Nein, gar nichts mit Chuck Norris. Ja, weil der Chuck Norris kam mit Stein und keine Ahnung. Achso, das ist total klar. So, letzter Witz von Ricky. Von Ricky allein schon. Von Ricky. Jamie, willst du vorlesen? Chuck Norris läuft die 100 Meter in einer Sekunde. Er kennt eine Abkürzung. Oh, nicey. Was ist jetzt der letzte Witz für heute? Ja, wir haben so wunderschöne Flachwitze. Ihr könnt so viele Witze erzählen, wie ihr wollt. Okay. Die Flachwitze. Wo leben die meisten Geister? In Budapest. Oh Gott, okay. Das ist aber, oh Gott, unterirdisch. Ich find's gut. Also. Ja, also Kevin, gut. Kevin, wir sind wieder auf der genau selben Website. Ist bei dir auch der Witz, nachdem den du gerade gesagt hast, wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich ziemlich in Grenzen. Oh Gott, Leute. Was geht U-Boote unter? Am Tag der offenen Tür. Ich finde noch ein bisschen besser. Wir lesen Abwechsel. Okay, ja. Ihr spielt aber auch schon noch Landwirtschaftssimulator, oder? Ja, klar. Okay. Was hat einer, der im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. wo ist es? Ach so, da steht's. Ja. Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Was? Der war aber echt gut. Was sagt man von einem toten Spanner? Der ist weg vom Fenster. Der ist okay, gut, ja. Egal was du tust, Bruce Wills. Verstehe ich nicht ganz. Ich gehe wahrscheinlich um Schauspieler. Wer ist der größte Schmuggler im Dschungel? Ja, Mowgli. Ist doch. Entschuldige, hab dich nicht verstanden. Wer ist der größte Schummler im Dschungel? Mowgli. Ich hab das nicht geguckt, oh Gott, glaube ich. Okay, wie nennt man ein weißes Mammut? Helmut. Ich finde den besser, wenn man sagt, wie nennt man ein helles Mammut? Ja, aber hier steht weiß. So, nächste Seite. Wie blätter ich hier um? Ey Leute, unsere ganzen Tiere verhungern. Seite wechseln. Nächste Seite. Achso. Was sitzt auf einem Baum und schreit, aha? Ein Uhu mit Sprachfehler. Wow. Oh Mann. Hilfe. Ja, genau. Ich sag auch Hilfe. Nee, bei mir ist die Seite gerade abgestürzt. Achso, du hast dieses andere Hilfe. Was machen zwei wütende Schafe? Sie kriegen sich in die Wolle. Den kenne ich auch. Habe ich auch schon mal irgendwo gehört. So, Ricky hat noch einen. Was macht eine Wolke, wenn es sie juckt?
Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, Ricky. Hau raus. Wirst du uns bestimmt gleich sagen. Hat meine Tochter als Kleinkind immer erzählt. Ja, nur erzähl, erzähl. Was macht eine Wolke, wenn es sie juckt? Überleg nochmal. Kommt aber nix. Sie sucht einen Wolkenkratzer. Nice. Der nächste Witz ist etwas länger. Okay. Zahnarzt zum Patienten. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Patient, kein Problem. Zahnarzt, ich habe seit 3 Jahren ein Verhältnis mit Ihrer Frau. Oh. Okay. Ein Schneemann zum anderen. Lustig. Ich riech auch Karotten. Karottennase und so. Ach so, und du, der Paul. Ist aber echt. Oh. Du Paul, ich habe mal eine Frage. Hast du jetzt endlich eine feste Freundin? Nein, ich habe immer noch die wabblige. Oh. 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 Ich würde sagen, hat keiner gehört. Den nächsten lassen Witz. Wir auch aus. Ja, die lassen wir aus. Ja, also bitte keine diskriminierenden oder unhöflichen Witze. Ich, Herr Doktor, hätten Sie eventuell etwas für mich, damit ich jünger aussehe? Hier, nehmen Sie den Schnuller. Was? Den nächsten kannst du auch gleich vorlesen. Oh ja. Du tanzt nee, aber hübsch. Ich muss pinkeln. Was? Wie blöd ist der denn? Wie nennt man eine Muschel mit Sprachfehler? Nuschel. Keine Ahnung. Ja? Eine Nuschel. Nuschel kann sein. Oh Gott. Okay, der nächste. Der ist gut. Ich brauch bitte... Lest du ihn vor, ich lese den letzten. Ja, aber warte bitte nochmal ganz kurz. Bitte. Kevin? Was erntet der Mähdrescher gerade da hinten bei dir? Weizen. Okay, die müssen, das Weizen muss bitte beim nächsten Mal zu den Hühnern. Die haben nämlich Nuschel, nichts genau. zu futtern. Okay, ja. Ja. Also, Hühner. Sag mal, ist der Fisch immer so nervig? Ja, er ist ein Stör. Ich möchte gern Millionär sein, so wie mein Vater. Wow, dein Vater ist Millionär? Nein, aber er möchte es gerne. Ja, den kenne ich auch, das ist geil. Nächster. Okay, der erste auf Seite 3 ist nicht so gut. Der zweite ist gut. Was stört auf dem Fußballplatz? Das Faultier. Das verstehe ich nicht, warum ist es da? Ja. Es stört ja. Oh, wow. Frau, ich habe morgen einen Arzttermin, aber möchte nicht hin. Mann, ruf doch einfach an und sag, dass du krank bist. Der ist gut. Ja. Schön blöd. Es gibt so diese, die sind so doof, dass sie schon wieder gut sind. Und den haben wir heute schon öfter welche gehört. Ja, lies ruhig weiter. Ich bin zwar morgen dann heiser und man kann mich bei welches Spiel wir morgen auch streamen nicht hören, aber ist okay. Den danach verstehe ich nicht. Geht eine Frau zum Zahnarzt. Zahnarzt. Schon wieder? Sie brauchen eine Krone. Frau, endlich versteht mich mal jemand. Oh Gott, den danach finde ich auch sehr geil. Den kannst du vorlesen, Kevin. Ach, der Peter. Ja. Peter, findest du, dass ich eine schlechte Mutter bin? Ich heiße Felix. Oh Gott, der ist gut. Wie nennt man einen Matrosen, der sich nicht wäscht? Meerschweinchen. Oh Gott. Unterirdisch. So, macht mal bitte ganz kurz eine Pause, Leute. So, hey, Klemmbausteine Forever ist am Start. Hallöchen, Daddy, schönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Genau, Ausrufezeichen Lego. Und dann hat Ricky gerade noch eingeschrieben. Kommen wir zu Weisheiten. Wusstet ihr, dass ein Blauwal so groß ist, dass wenn man ihn auf ein Fußballfeld legen würde, das Spiel abgesagt werden müsste? Ja. Das ist tatsächlich unfassbar. Unfassbar. Okay, weiter geht's. Mit den Witzen.
mit den Flachen. Ja. Herr Doktor, keiner nimmt mich so wirklich ernst. Echt jetzt, die Scherzen. okay, der ist ein bisschen, den lesen wir nicht. Der letzte auf dieser Seite, das ist billig. Oh, ich habe ein Brötchen angerufen. Dankeschön, Daddy. Aber es war belegt. Aber es war belegt, ja, nice. Oh, auf Seite 4. Wie viele Seiten gibt's? Oh Gott, es gibt bitte hoffentlich nicht mehr so viele. Was sitzt im Baum und weint? Eine Heule. Was? Oh Gott. Warum? Welche Handwerker essen am meisten? Maurer. Und warum? Sie verputzen ganze Häuser. Oh Gott, wie schlecht. Nein, das Gott. Sagen wir nicht. meine bin heute Nachmittag mit meiner Frau zu Karklas gefahren, von wegen die tauschen aus. Oh Gott, der ist ja fies. Welches Tier schreibt man mit nur einem Buchstaben? Die Kuh. Das ist so der Buchstabe Kuh. Ja. Ja, warum ist das ein Witz? Den versteht man, glaube ich, nur, wenn man ihn liest. Achso, okay. Ich würde es verstehen. Wahrscheinlich, ja. Als ich zur Kellnerin im Steakhouse sagte, ich möchte ein Rind von dir, ist das bei ihr nur Medium angekommen. Oh Gott. Was ist das? Keine Ahnung. Okay, den nächsten lesen wir nicht vor. Nein. Der dann... Oh Gott. Helfer G wird durch ein Objekt blockiert. Wer ist Helfer G? Helfer G wird vom Mähdrescher blockiert. Wollen wir den danach vorlesen? Ich glaube, die können wir vorlesen. Also... Was haben Frauen und Handgranaten gemeinsam? Wenn du den Ring abziehst, ist dein Haus weg. Ja, ist true. Immerhin kannst du das zustimmen. Ich weiß zumindest, worauf das bezogen ist. Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen? Ein Scheinwerfer. Oh Gott, wie schlecht. Oh mein Gott. Hey, warte, stopp. Rolli ist am Start. Hallo, Rolli. Schön, dass du reinschaust. Du kommst zum perfekten Zeitpunkt. Es gibt sehr viele Flachwitze. Was macht eine Bombe im Treppenhaus? Hochgehen. Aua, ich kann nicht mehr, Leute. Und Seite 5 von 10. Jawohl. Oh Gott, der ist gut. Du kannst anfangen, Kevin. Was macht ein Mathematiker im Garten? Wurzeln ziehen. Ja, den habe ich auch schon mal gehört. Hey Rolli, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe gleich keine Stimme mehr, weil ich mich die ganze Zeit totlache. Einen ganz lieben Gruß an euch. Hey, liebe Grüße auch an dich. Und schön, dass du reinschaust, Rolli. Also, was sagt ein großer Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. Oh, den kenne ich auch. Den haben wir letztens auch irgendwann gegoogelt. Wachsmalstift. Ich habe mir gestern ein Dach gekauft. Ging aufs Haus. Wow. Ja, den nächsten lesen wir nicht vor. Oh, ja, oh. Der danach ist aber gut. Mir ist meine Uhr runtergefallen. Jetzt kann ich sie nicht mehr aufheben. Weil ich kein Urheberrecht habe. Oh Gott, wie schlecht. Also, kurze Information. Wir streamen eigentlich Landwirtschaftssimulator. Aber Jamie und Kevin haben die gleiche Witze-Seite auf. Und die wollen sie wohl scheinbar heute durcharbeiten. Ja. Die nächsten beiden, den Wolkenkratzer-Witz hat Ricky schon vorgeschrieben. Den anderen lassen wir aus. Ich wollte Spider-Man anrufen, er hatte kein Netz. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt?
Stock. Ich weiß nicht mehr, warum ich da lache. Das ist so blöd. Oh Gott, der ist ein bisschen fies, aber der ist irgendwie auch lustig. Wollen wir den vorlesen? Ja. Eine Frau hat zwei Hunde namens 1 und 2. Wenn 1 stirbt, hat sie immer noch 2. Mathematik. Ja, gut, der war jetzt echt wirklich schlecht. So, Seite 6. Juhu. Ich weiß nicht, ob das so Juhu ist. Nee, den müssen wir. Das war jetzt aber wirklich nicht geplant. Den müssen wir, glaube ich, nicht vorlesen. Motorradwitz verstehe ich nicht. Boah, Leute, ich hab's gleich geschafft. Ich hab einfach gleich die ganze Wolle rübergefahren. Dann geht kein Weizen rein, die haben doch was. Hier, der fünfte Witz auf der Seite. Nein, Kevin, noch nicht drehen. Eine Sekunde mal, was hast du gerade gesagt? Da geht nichts rein bei den Hühnern? Ja, nein, da geht nichts rein. Ich bin hier mit Weizen und da geht nichts rein. Nein. Du musst hier, das hat Jamie letztens auch zu mir gesagt, du hast bestimmt nicht den richtigen LKW ausgewählt. Oder du stehst noch nicht richtig drauf. Ausgewählt. Okay, da muss ich kurz gucken kommen. Ich habe ganz genau nachgeguckt, die haben 0 Liter Futter. Nada. Ja, dann liest den fünften Witz mal vor. Ja, die haben 0. Aber okay, ich krieg das hier auch nie hin, die richtig zu beladen. Der fünfte auf der Seite ist ganz okay. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Reh. So, warte mal, wir müssen Abkippseite. Kann ich denn schon I drücken? Nee. Wollen wir den nächsten auch vorlesen? Der ist sehr kritisch. Doch, den können wir vorlesen. Wie heißt es, wenn Helene Fischer an einem Flyer erstickt? Atemlos. Oh, der ist aber fiese. So, Kevin, steig nochmal ein. Guck mal, so wie der jetzt steht, so geht's. Aber nur, wenn man den ersten Anhänger ausgewählt hat. Ach so, oh, ja, wunderbar. Ich hatte das nämlich auch schon mal. Gott. Der nächste ist ein bisschen fies, aber der ist lustig. Den haben wir schon oft gehört. Ich habe einem Hipster ins Bein geschossen. Jetzt Hopster. Du Elend. Gott, wie unterirdisch. Warum ist ein Geist schlecht im Lügen? Weil es leicht zu durchschauen ist. Was macht ein Veganer, wenn er stirbt? Er beißt ins Gras. Den kenne ich auch. Und Seite 7. Oh, ich bitte nicht. Ich bin vor Verzweiflung wieder gegangen. Und der wird es geil. Wie nennt man eine Kuh auf einem Motor, auf ein Fahrrad? Murat. Aua. Hey, danke schön für 7 Däumchen, ihre Lieben. Ach, mega nice. Es gibt Dankeschön für 8 Däumchen. Dankeschön. Es gibt 3 Arten von Mathematikern. Die, die zählen können und die nicht zählen können. Okay. Und die Moral von der Geschichte? Der nächste wird gut. Ja, danke schön, Daddy. Die muss ich jetzt auch wegfahren. Ich habe für den Winter 2 Schneeschippen gekauft. Ich paarschippe jetzt. Was macht ein Mathematiker auf der Toilette? Pipi. Ich habe den Witz mal anders gehört. Und zwar ging der so, was machen Mathematiker auf hoher See? Piraten. Hey, den habe ich auch schon mal gehört. Das würde so auch Sinn machen, wenn sie aus? Piraten. Ja. Also, Daddy, heute gibt's kein Cash, ne? Gibt's so Flachwitze. heute gibt's hier kein Cash. Nur Flachwitze. Weil die hier einfach nur irgendwo auf der Map rumstehen und gar nichts machen. Der Wissenschaftlerwitz ist gut. Den kannst du vorlesen. Wissenschaftler haben herausgefunden und sind dann wieder reingegangen. Was?
Sie haben herausgefunden. Und dann sind sie wieder rein. Ach, sie haben herausgefunden! Ja! Ja! Nice! Ja, sehr was? Gut. Was ist der Dalai Lama zum Frühstück? Ja, das sehe ich, no cash, ja. Was ist der zum Frühstück? Butterbrot. Butter. Ja, mit Butter. Ja, Daddy, das wird nix heute. Also, wie heißt der Arzt von Pinocchio? Holznasenohrenarzt. So, ich muss aber jetzt nochmal bitte eine wichtige Information haben. Während wir hier die ganze Zeit quatschen. Der Gruber ist gerade übers Feld gefahren. Bitte stell irgendjemand die Seemaschine ein. Jo, ich lese den nächsten Witz vor. Ich habe da keine Antwort darauf bekommen. Ach schon. Was pflanzen okay, wir? Mach Sojabohnen auf beiden Feldern einfach. Sojabohnen. Ja, und dann, was ist jetzt hier mit dem Betanken von den ganzen Fahrzeugen? Da können wir den Helfer machen, würde ich sagen. Ja. Dass die Helfer den Tank nachtanken. Ja. Wenn ich das noch wiederfinde. Okay, also, welche Schuhe tragen Bildredakteure? Skandalen. Boah, schlecht. Helfer, Betankung, Kraftstoff auch. Ich glaube, das müssen war wir schon zur nächsten Seite. Dann speichere ich auch schon mal, wenn ich hier bin. Auf Seite 7. Wollen wir den letzten auch vorlesen? Ja. Was sagt der Schlachter zum Bauer? Meerschwein. Den habe ich auch schon mal gehört. Und Seite 8. Juhu. Jetzt müssen wir erstmal vorlesen. Wollen wir den vorlesen? Den ersten? Ja. Ich verstehe nicht viel vom Fußball. Ja. Hamburg auf St. Pauli wurde ein Sarg gefunden. Man hat versucht, ihn zu öffnen, ging nicht. War ein Zuhälter drin. Ich verstehe nicht viel vom Fußball. Nicht nur ein Fußballwitz. Oh Gott, der zweite ist ein bisschen fies, aber ich glaube. Oh Gott, wollen wir den zweiten? Weiß nicht. für sich ist er gut. Wir sehen ihn ja beide. Ja, er ist gut, aber er ist fies. Er ist sehr fies. Sind fiese Witze okay? Kommt drauf an. Es geht um reiche Leute. Ach so. Ja, hau einfach raus. Okay. Wenn ich euch gleich kicke, werdet ihr sehen, ob das okay ist. Womit verbrennt man reiche Leute? Mit dem Bonzenbrenner. Oh Gott, der war ja schlecht. Ich finde den gut. Ich habe gestern meinen Besen verkauft. I don't care. Aua. Ich habe Spaghetti um meinen Wecker gewickelt. Jetzt habe ich Essen rund um die Uhr. Oh Gott. Mein Hals tut weh. Den nächsten verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang der steht. Ich lese ihn trotzdem vor. Ja. Wie nennt man einen Italiener, der sich schlafen legt? Lamborghini. Bei mir steht, der sich Schafe leiht. Schafe, ach so, Schafe. Der sich Schafe leiht. Ja, ich glaube, weil Lamb. Lamborghini, jetzt verstehe ich ihn, jetzt wo ich ihn richtig gelesen habe. Jetzt ist es zu spät. Lamborghini. Den danach verstehe ich nicht. Was schmeckt wie Zucker und kann singen? Save an I do. Wow. So, der nächste Witz ist wieder für Mathematiker. Treffen sich zwei Parallelen. Der Witz daran ist, Parallelen treffen sich nie.
Sind wir immer getrennt. Ist schon zu viel für mich heute. Wollen wir den danach nehmen? Können wir, oder? Boah, ihr Lieben. Boah, die Wolle ist weg. Ich raste aus. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ah ne, hier sind einfach noch mehr Paletten. Kevin, willst du weitermachen? Oh no. Why? Der nach den Parallelen, oder? Ja. Was ist gelb und steht am Fenster? Eine Spannanas. Oh, wo ist mein Anhänger? Achso, ich nehme worauf besteht ein Pirat, wenn er den Fernseher anmacht? Auf gutes Entertainment. Oh Gott. Entertainment wegen Enter. Ja, ist schon klar. Oh, so, ich glaube, es reicht, oder? Nein, sie haben wir sind noch bis da. Das 10. geht dann unendlich. Nein. Achso, fahr ich hin, da muss ich hin. Wir gehen danach definitiv nicht auf die nächste Seite. Treffen sich ein Brett und ein Stein, sagt der Stein zum Brett, ich bin ein Stein. Darauf das Brett, wenn du ein Stein bist. Jetzt bin ich automatisch hochgestrollt. Wenn du ein Stein bist, dann bin ich Brett Pitt. Aua. Seite 9 von 10. Wow. Yay. Oh, da, ne. Der erste ist okay. Ja. Soll ich den vorlesen? Ja, liest du ihn vor. Was ist eine Brillenschlange ohne Brille? Eine Blindenschleiche. Okay. So, der zweite geht auch noch. Was ist ein Pferd auf Schienen? Selbstmord gepferdet. Oh Gott, einige tun echt weh. Der nächste ist sehr, sehr gut. Brennholzverleih. Hä? Brennholzverleih. Das war's. Okay, den nächsten lesen wir nicht Witz vor. Ja. Einfach nur wegen, ja, nee. Ja, wegen der aktuellen Situation. Genau. Ach so. Wie nennt man einen Bob der Kaugummi kaut? Bob der Kaumeister. Oh mein Gott, treffen sich zwei Bomben im Keller. Sagt der eine, sollen wir hochgehen? Aua. Ich find die Bombenwitze sehr gut. So, nächstes. Ich kann dazu nichts sagen. Jetzt kommt für die Physiker. Kommt ein Neutron in die Disco, sagt der Türsteher, sorry, du kommst nicht rein, heute nur für geladene Gäste. Oh. Hey, das ist aber gar nicht so schlecht. Wie nennt man ein verschwundenes Rindtier? Oxford. Ah! Jetzt verstehe ich. Okay, wollen wir den dritten vorlesen? Wollen wir den vorletzten vorlesen? Also auf der Seite? Ich meine, an für sich, es geht auch um die Hunderasse. Also zumindest einer von. Ich glaube, der ist ein bisschen zu kritisch. Ich glaube, der könnte kritisch sein. Ja, dann nehmen wir den nächsten. Ja, ich lese mir den kurz durch, bevor ich ihn dort vorlese. Nein, ich glaube, den können wir nicht nehmen. Ja. Nächste Seite. Treffen sich zwei Kerzen. Fragt die eine, und was hast du so vor? Meint die andere, ich geh aus. Ey, die ist gut. Ja. Treffen sich zwei Unsichtbare. Na, schon lange nicht mehr gesehen. Der dritte, doch, den können wir nehmen. Was findet man beim Kannibalen in der Dusche? Head and Shoulders. Shoulders. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Der ist ein bisschen fies, der Vegetarierwitz.
Oh, nee, ist mir nicht vor. Der Spanier-Witz ist gut. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos. Oh ja, den kenne ich auch. Habe ich schon mal gehört. Ja, der nächste, den können wir vorlesen. Oh, so, was war jetzt eigentlich gerade nochmal die Kleidung? Oh Gott, ja. Ich bin hier schon am Rumgehen. Also das Skelettwitz, den hatten wir schon mal in Form von Geist. Ah, 25.000. Ah, das ist eigentlich ein bisschen wenig. Nee, den nächsten können wir auch nicht nehmen. Was? Oh! Oh, den letzten können wir auch nicht nehmen. Nö. Aber bei mir steht hier immer noch nächste Seite. Klicken wir einfach mal an, mal gucken, was passiert. Unendlich Flachwitze. Okay. Oh no. Es geht tatsächlich weiter. Ich brauche eine Pause. Es geht tatsächlich weiter. Ich brauche eine Pause. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, dass ich mir die anhöre überhaupt noch. Ja, super. Also. Was? Sind wir wirklich noch auf derselben selben Witze? Ist der erste bei dir, ist das Gefängnis? Ja. Ich verstehe den aber nicht. Ah, der ist schon wieder nachgefragt. Ach, weil wir sind auch nicht mal bei Flachwitze. Oh, siehst du oben die Kategorien? Da sind Flachwitze, Witze, Blondinenwitze und so. Und wir sind jetzt nicht mal bei Flachwitze, sondern bei Witze. Da gibt's 4 Seiten. So, Blondinenwitze würde ich nicht unbedingt nehmen wollen. Aber Witze ist gut. Ja, aber trotzdem wahrscheinlich. Es ist da wieder so. Also, der dritte auf der ersten Witzeseite, der ist lustig. Ich weiß nur nicht, ob wir den nehmen können. Wir werden das nicht erfahren. Also an für sich könnten wir ihn nehmen, weil er ist nichts Kritisches an sich. Nee. Jamie ja, weiß, es gibt dann Hausarrest. Diese eine verniedlicht, das ist ja nur dieses eine böse Wort, was verniedlicht wurde. Ja. Wie man meint, ich lese ihn jetzt einfach mal vor. Ja. Damit du den Ärger nicht bekommst, sondern ich. Wie nennt man Chinesen mit einem Oberschenkelbruch? Knacki, knacki, na beim Saki. Oh, den habe ich schon mal gehört. Oh, der nächste ist geil. Ich höre den täglich in der Schule. Womit backen Schlümpfe? Gagamehl. Ja. Ich finde die Chinesenwitze hier alles sehr schön. Ja, aber bitte. Einer noch. Nein, bitte keine davon, auch keine Blondinenwitze. Bitte aussortieren. Okay. Achso, okay. Der Berliner Flughafenwitz ist sehr gut. Der ist sehr gut. Was hat der Mars mit dem Berliner Flughafen gemeinsam? In etwa 30 Jahren sollen die ersten Menschen dort landen. Wow. Den Klopf-Klopf-Witz, können wir den? Nee. Verstehe ich irgendwie nicht mal. Das ist okay. Promille-Witz. Ah, okay. Dann, der Fritzchen-Witz. Fritzchen-Witze, gehen, glaube ich, immer. Ich schließe mich trotzdem durch. Kein Kevin-Witz ist. Also, der Lehrer fragt Fritzchen, wenn du 5 Euro vor dir liegen hast und ich jetzt 2 davon wegnehme, was gibt das dann? Fritzchen sagt, Prügel. Wahrscheinlich. Nein, den Tornado-Witz, den nehmen wir nicht. So, hey, ich muss bitte noch was sagen. Wenn sich hier irgendjemand gleich über meine Verlade
Künste, ne, lustig machen. Das ist das Gute, dass wir gerade nicht gucken, denn dann wird das nicht passieren. Ja, ich fahre das jetzt auch einfach direkt weg. Wo du es gesagt hast, möchte ich gucken. Nö, ich fahre das direkt verkaufen, weil hier passt eh, glaube ich, nichts mehr, obwohl doch. Ich meine, ich sehe es im Stream. Sieht doch super aus. Ja, total. Okay, der Inderwitz. Nein, auch nicht. Gar keine solche. Den nehmen wir nicht. Weiter. So, Seite 2. Weil ich lese mir mal durch. Nein, da ist ein böses Wort dabei. Der zweite. Das nehmen wir auch nicht. Na. Der dritte? Okay, ja, der geht. Okay. Welche Autofahrer sind die nettesten? Die Geisterfahrer, die sind wirklich sehr entgegenkommend. Oh Gott. Den nächsten können wir nicht nehmen. Jo. Du musst ihn wirklich nehmen. Den Yoga-Witz meinst du? Ja. Dann lieber nicht. Wir können uns zwar totlachen, aber niemand will ihn hier erfahren. Ja. Der Popcorn-Witz ist auch lustig, aber ich. Nein. Oh, nee. Den Vegetarier-Witz, den hatten wir schon hatten wir schon vorher nicht nehmen können. Das ist ein Blondinenwitz, nö. Oh, der Fischwitz ist okay, den kann man nehmen. Was hassen Fische? Anti-Schuppen-Shampoo. Wow. Oh, der Mathematiker-Witz ist auch gut. Den Was steht auf einem Grabstein eines Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet. Nächste Seite. Das sind wahrscheinlich wieder so 1000 Witze, die wir nicht nehmen können. Ich lese den mal durch. Ja. Oh, so eine Kiste noch, dann kann es losgehen. Aber ich muss echt sagen, das ist richtig nice, dass man die dann jetzt so transportieren kann. Ja, kannst du vorlesen. Der ist safe. Okay. Der ist safe. Was ist denn mit dir los? Fragt der Wirt den unglücklichen Stammgast. Ach, meine Frau ist mit meinem besten Freund durchgebrannt. Alles ist so sinnlos ohne ihn. Oh Gott. Ja, die arme Sau. Den nächsten nehmen wir nicht. Nope. Hey, Daddy ist am Start. Juhu. Der Herr Oberwitz, den können wir nehmen, glaube ich. Schön, dass du da bist. Ja, kannst du nehmen. Daddy, ich mache jetzt Cash. Während die immer noch Flachwitze vorlesen. Also, Herr Ober, können Sie bitte Ihren Daumen von meinem Schnitzel nehmen? Damit es mir schon wieder runterfällt, oder was? Hey, danke schön für 9 Däumchen. Mega nice. Und den Witz habe ich gerade nicht verstanden, nicht gehört richtig. Musst du noch Herr mal sagen. Ober, können Sie bitte Ihren Daumen von meinem Schnitzel nehmen? Damit es mir schon wieder runterfällt, oder was? Oh Gott. Den nächsten können wir auch nehmen. Warum sind Beamte die perfekten Ehepartner? Wobei, den können wir nicht nehmen. Nee, vergiss. Achso, okay. Oh Gott, ja, vergiss. Oh, den können wir auch nehmen. Oh, den, ne. Den Faserwitz. Oh, Jemand einfach sieht, ist da nichts Schlimmes dabei. Also, ihr Lieben, Dankeschön für 9 Däumchen. Und es geht weiter beim Flachwitzemarathon. Der Unterrichtswitz danach, den können wir nehmen. Egal wie leer Flaschen sind, es gibt Flaschen, die sind leerer. Das ist aber, so einer wie das mit den Dinosauriern. Der drüber noch. Alle so. Schlafen, einer spricht. Sowas nennt man Unterricht. Hey Daddy, hast du das gesehen? Ich habe mit diesen paar Paletten Kleidung gerade 190.000 Kröten. Den nach dem Flaschenwitz nehmen wir auf keinen Fall. Flaschenwitz. Den Uhrmacherwitz können wir nehmen. Ja, der Uhrmacherwitz ist gut, glaube ich.
Oh, ich, da ist noch ein Witz zwischen dem Flaschenwitz und dem Uhrmacherwitz. Ja. Nein, Daddy. Die arbeiten nicht. Die haben beide dieselbe Seite, dieselbe Witze-Seite auf und wechseln sich ab beim Vorlesen. Ja. Und stehen hier irgendwo auf der Map rum. Frag mich nicht, was die machen. Na, ich fahre mit dem Helfer, mit der hier das Feld besät. Ja, das ist großartige Arbeit. Also, nicht du. Ja, was steht auf dem Grabstein eines Uhrenmachers? Seine letzte Stunde geschlagen. Oh Gott, wie schlecht. Nächste Seite. Seite 4. Ja, Cash. Huch, ich bin plötzlich wieder bei den Flachwitzen. Wir sind gestartet mit 130.000 oder so. Also ein bisschen haben wir doch was eingenommen. Es gibt noch die Kategorie Witze zum Totlachen. Wo siehst du Kategorien? Und ganz oben, wenn du ganz hoch scrollst. Ich muss aber auch sagen... Blondinenwitze, Witze zum Totlachen. So, bitte, einmal kurz. Ich muss mal kurz beim Salat gucken, weil... Vorhin hat eine Palette Salat ja richtig viel gebracht. Und totlachend. Ich glaube, den schwarzen Humor überspringen wir. Also ja, es lag auf jeden Fall auch am Salat. Salat hat auch gut Cash gebracht. Witze zum Totlachen, das können wir machen. Das ist aber, glaube ich, nur eine Seite leider. Und ich gehe mal den Hund füttern. Oder hat ihn heute schon jemand gefüttert? Ja, habe ich schon gefüttert, ganz am Anfang vom Stream. Oh, sehr gut. den ersten verstehe ich nicht. Ich glaube, ich verstehe. Nee, ich glaube, den können wir nicht wirklich vorlesen. der zweite. Oh, der zweite ist gut. Den zweiten können wir nehmen. Nimmst du den? Frau will mit mir über mein kindisches Verhalten reden. Tja, aber ohne das Geheimwort kommt sie nicht in meine Kissenburg. Und der nächste Slang lese ich zur Sicherheit mal. Oh nein, was mache ich hier schon wieder? Den können wir nehmen, den können wir, glaube ich, nehmen. Aber jetzt muss ich mit dem Trecker und mit dem Anhänger hier aufs Feld fahren, damit er den automatisch betankt. Macht ja gar keinen Sinn. Den kann ich vorlesen, oder? Ja. Zwei Männer sitzen im Gefängnis. Warum wurden sie eingesperrt? Antwortet der andere. Ich habe Geld gefälscht. Beim 10er ging's noch, beim 20er auch. Aber beim 30er muss ich wohl einen Fehler gemacht haben. Vielleicht. Den nächsten nehmen wir nicht. Nein. Nein. Den nehmen wir auch nicht. Den nehmen wir auch nicht. Nein. Den hatten wir schon. Den können wir nehmen. Den können wir nehmen. Den kannst du vorlesen. Was wächst in der Erde und stinkt? Eine Furzel. Wow. Ja. Den, also... Was fängt mit P an und hört mit Is auf? Personalausweis. Exakt. Woher wusstest du das nur? Woher wusstest du das bloß? Ich bin definitiv nicht auf der Sitz. Dasselbe Witze sein. Ist das nicht gut? Wenn man jetzt die nächste Seite macht, dann ist man wieder bei Witze. Aber es gibt noch die Kategorie Kinder. Mal. Willst du wirklich Kinderwitze nehmen? Nee, bitte nicht. Es gibt so viel. Es gibt Flachwitze. Witze hatten wir auch. Das Ding ist, da gibt es einen Haufen Kategorien, die wir nicht nehmen können. Wir haben schon alle, die wir nehmen können. Es gibt Blondinenwitze, deine Mutterwitze, Kinderwitze, schwarzer Humor, der bleibt sowieso weg. Ich finde, die Kinderwitze, die können wir machen. Hast du jetzt ein paar durchgelesen? Kinderwitze sind gut. Sind das Witze für Kinder oder geht es da um Kinder? Das werden wir dann gleich merken, würde ich sagen. Treffen sich zwei Schnecken an der Straße. Will die eine rübergehen, sagt die andere. Vorsicht, in einer Stunde kommt der Bus. Ja. Ja. Lahme Schneckenwitze halt, ne? Ja.
So, aber jetzt Moment mal hier. Wie funktioniert das jetzt hier mit dem Sprit? Oh, der dritte Kinderwitz ist gut. Fritzchen fragt seine Mami, ob sie rechnen kann. Die Mami? Ja. Fritzchen tritt ihr dann ans Bein und sagt, so, damit hast du nicht gerechnet. Wow. So, Information bitte. Sollte der Helfer nicht das Fahrzeug betanken, wenn ich den jetzt auf automatisch anstelle? Oder macht er das wirklich erst exakt dann, wenn der leer ist? Der macht das immer. Oh, noch ein Fritz. Der Helfer arbeitet. Fritzchen fragt seinen Vater. Fati, was ist ein Vakuum? Ach, ich hab's im Kopf, aber ich komme im Augenblick nicht drauf. Gute Antwort. Das ist der Fritzchen-Witz, das hast du jetzt zum Fritzchen-Witz gemacht, oder? Weil da steht nicht Fritzchen davor. Ja, aber ich kenne den so, dass das eigentlich ein Fritzchen-Witz ist. Und sich zur Fische mehr, sagt der eine, hi. Der andere fragt, wo? Ach. Wow. So, ich habe genug gelacht für heute. warte mal. Ich glaube, wie sieht's mit den Feldern aus? Wie weit seid ihr da? Der Helfer ist fast fertig. Mit dem Saatgut? Ja. Du könntest Jamie, den Krober könnten wir ja schon mal nehmen und wieder Mais anbauen für Silage, oder glaubst du, wir haben genug? Da haben wir tatsächlich noch genug, ja. Okay, dann können wir. Wollen wir den nächsten vorlesen? Ich weiß nicht, ich verstehe den nicht. Warum steht der Mähdrescher mitten auf der Straße? Damit der Helfer arbeiten kann. Achso, das macht natürlich Sinn. Ich fahre den Mähdrescher mal zur Reparatur. Der sieht ganz schön ready aus. Ja, also an für sich ist da nichts Schlimmes dran. Ja, Mutti, wo warst du eigentlich, als ich geboren wurde? Im Krankenhaus. Und Papi, der war auf der Arbeit. Ja, das ist ja toll. Da war also überhaupt keiner da, als ich ankam. Okay. So, der nächste. Den stufen wir mal zu unterirdisch ein. Den nächsten Witz. Den verstehe ich nicht. Nee, den nehmen wir nicht. Das ist ein Peterwitz. Oh, hier ist ja gar kein. Ach doch. Passt gerade noch so. Jamie, wie läuft's denn mit den Eiern? Die Eier. Hast du die verladen? So langsam mal. Bestimmt. Ach, die gibt's auch noch. Die sind auch voll. Bevor wir vorspulen, dann müssen die Eier zumindest auch noch fertig sein. Oh, der letzte auf Seite 1 ist gut. Das ist das stärkste Lebewesen. Die Schnecke, sie trägt das ganze Haus auf dem Rücken. Wow. So, Seite 2. Von 3. Gibt's überhaupt? Ja. Oh. Mit 3 Seiten von den Kinderwitzen. Was? Sohn fragt den Vater, wo liegt denn eigentlich das Bermudas? Das ist eine Inselgruppe. Vater, da musst du Mutter fragen, die räumt doch immer alles auf. Oh Gott. Bermudas ist eine Inselgruppe. Das Reparieren von dem Mähdrescher kostet 28.000. Oh Gott. Just for the info. Eier, 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 wir brauchen Eier. Hat schon Oliver Kahn gesagt. Ja, Daddy. Hier wird es aber heute keine Eier geben. Es sei denn, das Internet stürzt ab. Also Klein Erna. Helfer I wird durch ein Objekt blockiert. Der ist viel zu lang. Ja, der ist viel zu lang. Das ist dann so,
Das ist so, dass so eine witzige Kategorie sehr witzig fällt. Keine Ahnung, ob man das bei euch sehen kann. Ich finde es sehr witzig, immer sehr witzig. Ich lach mich tot. Wow. Haben sie teilweise auch Witze, die gehen aber schon in den FSK 18 Bereich. Deswegen habe ich hier noch keinen gebracht, weil ich wüsste so viele. Aber ich lasse sie mal lieber. Ja, besser ist das. Wir haben ein Problem. Was? Haben wir? Ja, kommt mal bitte zum Krubber. Oh nein, sag nicht, der hat schon wieder mit der Laterne da hinten. Nein, ja, ich bin unterwegs, aber keine Ahnung, wie viel Fahrzeug. Ich krieg den Krubber nicht ganz zugeklappt. Oh, das haben wir öfters, Das ist ganz normal. Achso. Gott, wo bin ich denn gelandet? Hey, Paul ist am Start. Hallo Paul, schön, dass du reinschaust. Hi. Wie geht's dir, Paul? Warum ist hier eigentlich, kann ich mit dem direkt mal runterfahren? Der muss ja eh wieder runter. Ja, ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe mich, glaube ich, durch 20 Fahrzeuge geswitcht. Und ich bin immer noch nicht da. Jetzt mache ich mich einfach anders auf den Weg. Gut und euch. Das ist super, dass es dir gut geht. Ist ja jetzt auch Wochenende. Kann ja eigentlich gar nicht anders sein. uns geht's auch gut. Also mir gleich vielleicht nicht mehr, weil ich höre mir seit einer Stunde Flachwitze an. Ja, also die Chuck Norris-Witze, die waren noch witzig, Paul, aber jetzt so langsam wird es echt unterirdisch. Die schwarzen Humorwitze, die sind teilweise echt lustig. Ja, aber die können wir nicht nehmen, die können wir alle nicht nehmen. Ja, ich bin auf Kevins Seite. Ich weiß zwar nicht, welche das sind, aber... Das Einzige, was vielleicht geht, ist, dass wir den Leuten in den Link schicken, dass sie sich selbst durchlesen. Nee. Aber den können wir alle nicht nehmen. Das machen wir auch nicht. So, war gerade mit meinem RC-Auto Autos fahren. Nee, geht nicht. Hatte letztens mein erstes Rennen. Ach, wie nice. Sonst, wir suchen cool, Paul. Einfach, wir nehmen einfach jetzt die zweite Oder Metz. Ihr arbeitet mal. Das wäre doch auch mal was. Wir doch die ganze Zeit. Ja, wir arbeiten an unseren Humor. Ja, wow. Ich habe einfach Flachwitze gesucht. Mithilfe diverser Internetseiten. Ich habe hier Flachwitze gesucht und da steht bei mir noch Flachwitze in Klammern 2022, die besten 137 plus Flachwitze. Ja, aber ich glaube, mindestens 135 davon hatten wir schon. Nein, die ersten, die ich sehe, hatten wir schon mal nicht. Oh ja. Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. Was passiert, wenn man geht da ist nichts dran. Okay. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Was wow. Kommt nach Elch? Zwölch. Was? Ich seh grad links bei den Kategorien auf der Website gibt Chuck Norris Witze. Was, wo? Like halt nicht vergessen. Gibt's ganz viele Chuck Norris Witze. Dankeschön, Daddy. Linda. Was? Chuck Norris geht jeden Monat Blut spenden, nur nicht sein eigenes. Wow. Chuck Norris wurde angeschossen. Morgen wird die Kugel beerdigt. Oh Gott. Jetzt geht's wieder los. Haltet euch fest. Sag dich, das Auto fährt aus Respekt. Oh, Chuck Norris hat als Kind Sandburgen gebaut. Heute nennt man sie Pyramiden. Okay. Wie heißt das Tagebuch von Chuck Norris? Guinness Buch der Rekord. Chuck Norris hat einen Grizzlybären Vorleger in seinem Schlafzimmer. Der Bär ist nicht tot. Er hat nur Angst, sich zu bewegen.
Oh, okay. Der nächste ist heftig. So, ich habe aber vorher mal eine Frage. Ist hier schon Mais gesät worden? Brauchen wir nicht. Wir haben noch genug Silage. Es sieht aber gar nicht mehr so viel aus. Es ist noch viel. Bin hier gerade mal ein bisschen drin rumgehüpft. Viel. Oh, lest mal den nächsten. Mit Tabasco als Augentropfen. Okay, weil ich glaube, dann können wir nämlich wieder vorspulen, weil wir haben alles erledigt. Jo. Ja, während das gibt's auch ein paar Chuck Norris Witze. Oh nein. Ich bin gerade bei den Chuck Norris Witzen weggegangen. So. Uno momento. Sind bei Chuck Norris unter Tabasco als Augentropfen. Ja. Chuck Norris googelt nicht. Google fragt Chuck Norris. Wow. Norris hat nach seiner Geburt seine Mutter nach Hause gefahren. Den hatten wir, glaube ich, gerade schon, ne? Chuck Norris. Nein, die Eier, Leute. Ich mache jetzt erstmal nochmal wieder Timeout. Die Eier. Chuck Norris kann ein Feuer entfachen, indem er zwei Eiswürfel aneinander reibt. Wow. Crazy. Den hatten wir schon. Ja. So, die Eier müssen noch mit einem Gabelstapler verladen werden. Die sind noch zu schwer. Chuck Norris' Computer hat keine Rücktaste. Er macht keine Fehler. Okay. Achso, mehr Witze laden? Ja, bitte. Alle Menschen malen den Teufel an die Wand. Der Teufel malt Chuck Norris an die Wand. Oh Gott. So, Daddy schreibt, so ihr Lieben, ich bin dann raus, noch was essen und dann möchte ich noch was zocken. Hey Daddy, schön, dass du mit am Start warst. Mega nice auf jeden Fall und danke fürs Däumchen. Daddy, du kannst doch ruhig ehrlich sein, das ist der dritte Grund, warum du gehst, du willst die Witze nicht mehr. Das wahrscheinlich auch. Was? So, und dann auf jeden Fall, Daddy, guten Appetit, lass es dir schmecken. Da. Was ist der Unterschied zwischen Chuck Norris und Gott? Gott kennt Gnade. Und was ist eigentlich morgen mit Fall Guys, Daddy? Das schreiben wir nochmal morgen, ja? Ich guck mal, was da gerade ist dann bei Fall Guys. Und wärst du denn dabei morgen? Kannst du mir sonst nochmal schreiben. Chuck Norris baut im Wald niemals einen Autounfall. Die Bäume und weichen schönen aus. Schönen Abend noch für dich. Und viel Spaß beim Zocken. Das hatten wir schon, das hatten wir auch. Chuck Norris hat in seinem Leben nur einmal Todesangst, als er sich das erste Mal im Spiegel sah. Oh Gott. Oh, wie alle... Super, Daddy. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Als Alexander Graham Bell das Telefon erfand, hatte er schon drei unbeantwortete Anrufe von Chuck Norris. Den habe ich auch schon mal gehört. Er wurde gestern geblitzt beim Einparken, den hatten wir. Käfige zum Tauchen mit Haien wurden erfunden, damit sich die Haie sicherer fühlen, wenn Chuck Norris im Meer schwimmt. Okay. Oh! Der danach ist. Chuck Norris kann Atom und von Ökostrom unterscheiden und zwar am Geschmack. Ja, was auch sonst. Den Liegestützenwitz hatten wir schon. Warum sieht Chuck Norris im Spiel nicht sein Spiegelbild? Es kann nur ein Chuck Norris geben. Hey, ja, der ist wieder gut. Der ist wieder was mit Fußball. Nächste, ich habe keine Ahnung von Fußball. Den nächsten können wir, glaube ich, nicht nehmen. Den können wir nicht nehmen. Dass wir Chuck Norris Witz nicht nehmen können. Chuck. Nee. Das Mann, mein Güte, das ist so klein. Rankiert. Was bedeutet das? Oh! Der mit dem Seil tanzen ist gut. Lies mal vor. Chuck Norris kann barfuß Seil tanzen. Auf Stacheldraht.
Chuck Norris Witze sind nice, bin mit seinen Filmen aufgewachsen. Ja, ich habe tatsächlich auch noch ein paar von denen gesehen. Ja, und die Witze sind legendär, würde ich sagen. Okay. Selbst wenn man das nicht geguckt hat, hat man zumindest schon mal die Witze darüber gehört. Ja. Chuck Norris Hunde sammeln seine Haufen selbst ein, weil sich Chuck Norris für niemanden bückt. Oh Gott. Chuck Norris haut sich zum Frühstück zwei Pfannen in dir. Oh. Zwei was? Zwei Pfannen. Das ist geil, wenn man liest sich gerade nicht, das steht da wirklich. Oh Gott. Ich wollte schon fragen, ob wir die wirklich nehmen wollen, aber da warst du schon vorgelesen. Das ist so schlimm, dass er aus Versehen. Weiterlesen einfach, bitte. Oh nein! Chuck Norris hat keinen Schatten. Die Wand möchte nur so aussehen wie Chuck Norris. Wollen wir den nehmen? Ich weiß nicht. Das ist... Doch, den können wir, glaube ich, nehmen. Ja, dann lies mal vor. Oh Gott, jetzt träume ich aber heute Nacht von Gabelstaplern. Corona ist auf Chuck Norris getroffen. Getroffen, ja. Corona ist auf Chuck Norris getroffen. Jetzt muss das Virus 14 Tage in Quarantäne. Ja, das hat Kevin ja vorhin gesagt, ne? So, den. So wollte ich den Virus halt nicht sagen. Ich weiß ja nicht, inwiefern. Nee, den hatten wir schon. Ins Wasser. Steht das nicht? Ach so. Oh. Ah. Nee, das ist irgendwie schlecht. Das den. Chuck Norris. Chuck Norris ist so gut bestückt, es reicht sogar für eine Fernbeziehung. Alles klar. Oh, wow. Hä? Chuck Norris hat letztens eine Gartenparty geschmissen. 190 Meter. Hä? Was? Chuck Norris kann einen Ball umkippen. Ja. Was? Norris muss seine Wohnung nicht putzen. Wenn der Staub ihn sieht, haut er ab. Das brauche ich auch. Ich hasse Staub. Chuck Norris braucht keinen Sicherheitsgurt. Der Sicherheitsgurt braucht Chuck Norris. Ja, den habe ich auch schon mal gehört. Oh, geil. Aber nicht nehmen, der ist bei der Like-Dislike-Rate auch schon sehr unbeliebt. Ja. Und ich finde den auch nicht gerade gut. Ich bin gleich wieder da. Sorry, ihr habt das mitgekriegt, aber ich habe mich nur im Stream gemutet. Oh, hier wird nämlich schon wieder der Wald abgesägt im Wohnzimmer. Der ist auch langweilig, achso. So gut im Schnarchen. Jupp. Kann ich auch gut. Ja, der ist langweilig. Barthaare. Nee, den können wir auch nicht nehmen. Den hatten wir schon. Chuck Norris fährt täglich die Milchstraße 5-mal auf und ab. Mit dem Fahrrad. Wow. Viel Spaß. Norris geht am Samstagabend aufs Münchner Oktoberfest und bekommt freie Platzwahl im Bierzelt. Das muss man mal schaffen. Chuck Norris entführt Aliens. Okay. Chuck Norris kann keinen Oscar fürs Schauspielern bekommen. Er tut es nicht. Oh Gott, wie schlecht. Es gibt keinen. Ne, den nehmen wir nicht. Und mehr geht nicht. Schade. Oh, schade, das waren alle. Es gibt schon so viele Witze. Wie schade. Coole Sprüche. Es gibt...
coole Sprüche. Nein, bitte nicht. Keine coolen Bitte-Sprüche. Es gibt keine cooleren Sprüche. Wir nehmen die coolen Sprüche. Den ersten können wir, glaube ich. Was? Oh, ja. So, nee. Es gibt wieder Cash. Sehr gut. Wir haben gearbeitet. Wie Brille? Ja, habt ihr natürlich, habt ihr gearbeitet. Wer das liest, kann lesen. Wow. 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 25.000 für ein paar Paletten Eier, Leute. Oh mein Gott. Ich streite nie. Ich versuche nur zu erklären, warum ich recht habe. Warum habt ihr das jetzt zusammen vorgelesen? Hat man irgendwas verstanden? Nein. Also, ich streite nie. Ich versuche nur zu erklären, warum ich recht habe. Ja. Mhm. Ich weiß. Muss ich mal merken, wenn schon wieder gesagt wird, warum streiten wir die ganze Zeit? So, Jamie, hast du bei der Molkerei alles leer gemacht? Ja, habe ich. Ich will jetzt vorspulen. Bring hier noch die eine Palette weg. Den nächsten, dem Honig fühle ich so hart. Sorry an alle, die niemals angekommen sind, weil ich sie mich nach dem Weg gefragt habe. Ja. Ja, ist aber gut, hey. Wenn ich dir recht geben würde, würden wir beide falsch liegen. Oh ja, das war's, das ist aber schon der vorletzte. Bei mir gibt's noch einige. Ja, ich habe da letztens ein U-Bahn-Simulator gespielt, ich habe den Zug nicht zum Laufen bekommen. Ich lese keine Anleitungen, ich drücke einfach die Knöpfe, bis sie funktionieren. Ja, 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 ja. Da kenne ich noch so ein paar, ja. Was gibt es sonst? Oh, nein. Ach, Wortwitze, das letzte. Bitte bestätigen. Habe ich. Ich nicht. Irgendjemand hat nicht bestätigt, denn ich stehe hier und kann nicht schlafen. Oh, ganz unten Wortwitze. Ein Witz hier, ich weiß nicht, ob der schon 5 übersprungen hat, aber einen, den haben wir am Spiegel hängen. Rausgehen ist wie Fenster aufmachen. Nur krasser. Ja. Bist du schon weiter als der? Kevin? Nee, ich konnte keine Witze bei dem Laden, deswegen bin ich zu Wortwitze gegangen. Oh, Wortwitze finde ich schön. Ganz das letzte. Okay. So, ihr checkt, obwohl, warte mal, ich guck auch vorher in den Shop immer einmal kurz rein. Ja. Der Fendt 300 Varius im Angebot. Braun. Die können wir nicht nehmen. Oder findest du den billigste Wortwitz der Welt? Nee, ja, der ist schlecht. Was bist du? Der billigste Wortwitz, den man nur nehmen kann. Wie nennt man einen Waschbären, der viel trainiert? Waschmaschine. Oh Gott. Eins Waschmaschine. Auch im Osten trägt man Westen. Wow. Was? Die Weisheit des Tages. Oh. Was macht ein Mathematiker beim Skifahren? Er rechnet mit Brüchen. Der ist aber gut. Was sagt ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht? Ah, Heu. Oh Gott. Der Bademeister geht in Rente. Er hat eine glorreiche Karriere. Der davor ist aber auch gut. Wie nennt man den Sonnenuntergang in Finnland? Helsinki. Ja, den habe ich auch schon mal gehört. Oh, nee, die können wir nehmen. Nein! Hallo, irgendjemand hat schon wieder nicht bestätigt. Ja, ich... So. Nee. Auch nicht nehmen. So.
So, einmal schnell hier reinluschen. Ja, mit Zahnärzten und Lottospielern. Was ist der Unterschied zwischen Lottospielern und Zahnärzten? Der Zahnarzt gewinnt bei jeder Ziehung. Das stimmt. So, aufgepasst. Es gibt einen richtig guten Fend. Was für einen? Den 1000 Vario mit 396 PS. Für, wie viel kostet der? Wie viel haben wir? Für minus 49%, also für die Hälfte, sagen wir mal. 156.000. 156. Wir brauchen aktuell eigentlich keine weiteren Trecker. Aber wir könnten doch den austauschen gegen zum Beispiel... Ich geh mal kurz auf die Garage, weil ich fand jetzt letztens den einen kleinen roten zum Beispiel, da kannst du ja nichts dranhängen. Ach. Dein Mikrofon hat komplett übersteuert, also, man hat gar nichts verstanden. Kevin, was sagst du noch zu dem, der nach, also zwei nach dem mit den Zahnärzten und Lottespielern? Thorsten? Was da ich? Oh. Ja, was ist denn da ja, jetzt gut, der Unterschied? Ja. Ja, ich glaube, also. Hört sich kritisch an. Ja. Welcher ist denn das? Den Spider-Man, den hatten wir schon. Ach, der ist das. Aber in einer anderen Farbe. Hä? Der Hund auf sie, ich sag meist du zu ihm. Ich muss mal kurz gucken, wer mit Großtraktoren... Der nächste ist kritisch. Nein. 155. Ja. Sind sehr professionell, Jamie, weißt du das? Die sind sehr der professionell. Der ist ja eigentlich auch voll schlecht. Oder da, hier ist ein Witz für Physiker und Chemiker oder so. Atomwitz. Keiner lacht, alle strahlen. Ja. Welcher ach, ist denn das jetzt hier? Der Witz danach ist heftig, aber ich, ja. Der Witz danach ist gut. Nach dem Atomwitz. Lebensgefährtin ist ein Wort, das von Lebensgefahr abgeleitet ist. Was sind die letzten Worte des Sportlehrers? Alle Speere zu mir. Oh. Oh, der ist kritisch. Ja gut, gibt's halt keinen neuen Trecker. Der Iglo-Witz ist geil. Nennt man den Flur eines Iglos. Eisdiele. Okay. Wie viel wiegt ein Hipster? Ein Instagram. Aua. Was? Der danach, den, der ist so lang. Bitte nichts. Man hat gar nichts gehört, Jamie. Mikrofon wieder komplett übersteuert. Ich würde sagen, Inseure nennen und dann immer, wenn man Ruhe haben will, ein Schild mit der Aufschrift bitte nicht zu hören an die Tür hängen. Oh. Man braucht scharfe Scheren, um scharf zu scheren. Klingt logisch. Was? Wie heißt Baum auf Chinesisch? Tam. Bäume auf Chinesisch? Tam Tam. Wald auf Chinesisch? Tam Taram Tam Tam. Wow, was ist das denn für ein Witz? Keine Ahnung. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen.
Wow. Wie spricht man in der Sauna? Schwitzerdeutsch. Schwitzerdeutsch. Oh, verkehrt rum hier. Hola, Waldfee, 23, ich lerne gerade Spanisch. Wo wohnen Katzen? Im Mietshaus. Im Mietshaus. Den verstehe ich nicht, aber ist trotzdem lustig. Das ist ein langer Fritzchenwitz. Oh Gott. Ich finde es sehr schreit im Ding. Boah, es sieht irgendwie voll schön aus, aber es ist auf YouTube total dunkel. Oh, den können wir aber nehmen. Den können wir nehmen, den Fritzchenwitz. Ah, warum? Der hat gerade die Seite hochgescrollt. Fritzchen schreibt in Diktat das Wort Tigerklein, seufzt die Lehrerin. Ich habe euch doch schon 100 Mal erklärt, alles, was man anfassen kann, wird großgeschrieben, wundert sich Fritzchen. Ja, dann versuchen Sie mal einen Tiger anzufassen. Ja. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Jetzt brauche ich der April-April-Witz, den verstehe ich nicht. Danach ist aber... Nehmen wir auch nicht. Den hier. Was ist klebrig, braun und lebt in der Wüste? Ein Karamell. Buhu. Die Tochter sitzt im Zimmer und versucht, ein Kreuzworträtsel zu lösen. Plötzlich stockt sie und fragt ihren Papa, Vati... Lebensende mit 3 Buchstaben. Vater, Ehe. Oh Gott. Ja, gut. Ja, für zu laden. Ich glaube, am nächsten Tag, ich glaube, du wirst, du hast Albträume von Flachwitzen. Ja, auf jeden Fall. Ich sowieso schon, ja. Egal. Was? Und morgen bin ich heiser. Oh, hey, Gott. Warum haben wir eigentlich immer noch diesen Anhänger ausgeliehen? Haben wir echt? Wo kann ich den wieder zurückgeben? Bei gemietete Fahrzeuge. Was waren jetzt? Nein. Nein. Ich hab das eine Wort nicht gelesen. Hoppla. Was waren die letzten Worte des Nachtwächters? Ist da jemand? Also, ich glaube, da war definitiv niemand. Wer nach allen Seiten offen ist, ist meist nicht sehr dicht. Ach, wirklich? Wie heißt der Herrscher von Sylt? Sultan. So, hallo? Zur Info... Irgendjemand muss bitte das Futter bei den Kühen nachfüllen. Was fehlt denn? Alles. Heu. Okay, ich kümmere mich kurz drum. Kevin, du kannst einfach weiter Witze vorlesen. Das waren die letzten Worte des Burgfräuleins. Nein, das lese ich nicht weiter vor. Okay. Oh! Ja, okay, nein. Streiten sich 2 Wale, sagt der eine, mach keine Welle. Den nehme ich auch nicht? Aber... Wir haben einfach 16.000 Liter Milch. Geil. Müssen wir mal in die Molkerei bringen, da ist gar nichts. Ja, ich bin gerade hier mit dem Tank angekommen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das abholen muss. Da vor dem LKW. Hier hinten. Vor dem LKW, ja. Ja, der LKW steht ja hier total blöd. Kann ich nicht nehmen. Den kann ich wirklich nicht nehmen. Ich weiß nicht, hast du den Witz heute noch offen? Ja.
Da hast du hier den Wale-Witz. Geh mal, überspring mal den Witz danach und liest den durch. Aber bitte für dich. Den kann ich nicht nehmen. Yep, den kannst du nicht nehmen. Ich war kurz darauf zu sagen, ja, der ist eigentlich ganz easy und dann lese ich dieses Wort. Ja. Hey, vor allen Dingen, man muss ja jetzt... Gibt's eigentlich einen größeren Tank für die Milch? Ja, den großen, den wir oben für die Milch haben, können wir nehmen. Da passen 35... Den wir oben fürs Wasser haben, meinst du? Ja. Juhu, ich erlöse dich. Ich habe die Witze-Seite jetzt geschlossen. Juhu! Also keine Witze mehr. Ich bin einfach schon heiser und ich bin auch gar nicht mehr so aufnahmefähig. Ich kann gar nicht mehr mich so oft darauf konzentrieren, auf die Witze. Ja, aber war noch lustig. Waren lustige dabei auf jeden Fall. Und unlustige, die auch lustig waren. Wo man am liebsten den Kopf gegen die Wand geschlagen hätte. Davon waren definitiv auch welche dabei, ja. Das würde ich doch auf jeden Fall mal sagen. So, ja, vielleicht ist das doch aber mal die nächste Anschaffung, dass wir uns einfach den Kleinen jetzt komplett verkaufen. Obwohl, nee, warte mal, irgendwas war doch mit dem Großen. Die Trecker können den nicht ziehen, oder? Hm? Die Trecker ja, können... Ja, das ist ein LKW-Anhänger, ja. Das ist blöd. Weil aber wir haben ja einen LKW. Muss eigentlich auch Milch nach oben zur Bäckerei? Das habe ich gerade erst gemacht. Hä, weil wir haben ja jetzt voll viel Milch. Ich kann jetzt noch eine Ladung Milch holen. Abladen. Und da könnte ich theoretisch noch ein bisschen was verteilen, aber dann packe ich das jetzt auch noch in die Molkerei. Ich denke mal, beim nächsten Mal, wenn das Futter jetzt aufgefüllt wird, dann... Genau. Hier wird auch schon rumgegönt. Prost. Bitte muten. Nein, Spaß. Aber nicht mehr dazu. Nee, war auch nur ein Spaß. Weil Jamie sich heute an die Mute-Taste... Hä, was? Hier ist einfach noch mehr drin. Ach, weil hier gehen nur 8000 rein. Ja, aber die 900 Liter. Oh, Gottes Willen. Ach so, ich wollte mal kurz gucken, wie viele Kühe wir haben. Wir hatten 45, richtig? Ja. Jamie, jetzt haben wir 80 Kühe. Geil. Und wie viele passen da rein? Wir sind jetzt schon voll jetzt. Oh, wir sind jetzt schon voll. Hä, wie schnell ging das denn bitte? Nee, wir nicht. Der Kuhstall. Ja, der Kuhstall ist voll. Schuhklar. Ich glaube aber tatsächlich, wir haben auch mit einem Kuhstall jetzt genug Milch. Ja. Weiß nicht, ob wir den zweiten jetzt noch unbedingt brauchen. Kevin möchte überfahren werden. Ich mach die Zeit gleich auf jeden Fall wieder vor. Aber dann war das ja doch ganz okay. Ich habe doch ein bisschen Geld verdient. Ich habe noch einen schönen Trabi-Witz. Ein Trabi und ein normales Auto gemeinsam? Rein gar nichts. Wow. Ja, echt unglaublich, ich weiß. Ja, der war so unglaublich. Aber Heu fehlt. Ja, Heu brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ich hol was. Ja, haben wir nicht einen Ballenwagen gekauft beim letzten Mal? Ja, haben wir auch. Ja, ist doch super. Ich sag jetzt in paar Ballen. Wie viel geht hier bitte rein? Ja. Oh, ist ein bisschen. Ich muss überlegen, ob man gähnen sollte oder nicht. Geht hier rein, Mann. So. Ah. So. Hat nicht irgendjemand vorgehabt, hier Mehl? Das sollte irgendjemand machen, in die Mühle zu tun? Getreide. Wurde Befehl erteilt. Schon. Aber hatten wir nicht gesagt, wir machen keinen Weizen rein, weil wir erstmal die Hirse reinmachen wollen? Ja, machen wir.
Du hast gesagt, wenn du fähig bist, kommst du immer eben her, die Dynamik. Ja, stimmt, war auch richtig. Aber wir hätten das sowieso nicht dafür genommen. Denn wir nehmen, also sag mal schnell, der Weizen kann natürlich auch in die Mühle, aber Hirse hat mehr, produziert mehr Mehl. Deswegen den Weizen jetzt ins Silo am besten. Dafür fahre ich auch mal diesen Silo. Hallo, wo hast du denn deine Augen? Wo hast du denn deine Augen? Hast du den Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Oh, bitte. Der kleine Anhänger muss hier weg, sonst... Das ist die Getreidemühle, das da vorne ist das Silo. Ja, genau, ich fahre hier gerade den kleinen Anhänger nämlich weg, damit man gerade durchfahren kann. Weil wir haben ja jetzt hier die freie Fläche, hier können wir erstmal alles abstellen, wo der kleine Kuhstall vorher war. Und ich denke mal, hier werde ich mir auch noch... Aber ich glaube, das wird hier eher alles so zum Parken sein. Ich werde es einfach nur alles farblich so ein bisschen... Vielleicht bleibt es auch so und ich zäune das irgendwie nur an. So, dass wir hier alle Geräte abstellen können, weil hier finde ich beim Silo und bei der Mühle, das muss schon frei bleiben. Da... Vor allem mit den Doppelanhängern, dass man da gut ans Silo drankommt. Und hier kann man dann jetzt die ganzen Geräte abstellen. Ich werde das alles dann nur noch irgendwie farblich anpassen, aber da habe ich jetzt heute Abend gar keinen Nerv drauf. Ich würde jetzt viel lieber... Ja, weil das ist so eine Fummelarbeit. Ich will das ja dann auch immer perfekt haben und... Reicht zum Supermarkt. Was ist da? Ich versuche zu drehen. Du kannst uns auch einfach hier außen rumfahren, weißt du, und dann hier wieder zurück. So habe ich das eigentlich mal gebaut. Und dann lädst du jetzt, wie heißt nochmal diese Hirse? Sortenbörse. Ja. Dann kannst du in einen Anhänger dann voll machen mit Hirse und den dann mit hier Sorten in die Mühle bringen. Weil hier wird nämlich die ganze Zeit gar nichts produziert. So in etwa. Nein. So, Füllung starten. Hirse. Einmal voll machen, bitte. Ja, bitte. Oh, Kätzchen. Und dann kann wieder vorgespült werden. Nein. Warum nicht? Nein. Futterkuh. Das frage ich mich. Ach so, erst das Kuhfutter, ja, okay. Ja, Futterkuh. Vielleicht machen wir dann doch das eine Feld noch mit Mais. Das dürfte ja schnell gehen. Das brauchen wir nicht. Wir haben genug. Ja. Ich will's nicht wissen. Ich häng irgendwo. Oh ja, diese Doppelanhänger, die sind auch einfach... Sonst koppel doch einfach den letzten Anhänger kurz ab. Nein, bitte nicht. Okay, dann nicht. Spät. Oh Gott. Ja, den kann man dann hier wieder einsammeln. Es gibt ja für den hinteren Anhänger gibt's ja so eine Achse, so einen Anhänger mit Achse, den man sich holen kann. Gibt es? Ja. Ich habe keine Ahnung. Also mich nervt das auch. Ich bin hier letztens auch hängen geblieben. Okay. Aber da war hier auch alles mit Autos vollgestellt und ich habe versucht, hier irgendwie rumzukurven. Das war ein bisschen nervig. Ja, aber das Blöde ist ja, du... Das ist ja wirklich nicht viel. Stellt sich ein bisschen an hier. Er hätte da ruhig noch sich lang quetschen können. So, die Hirse ist... Sehr gut. Namen fallen. In der Mühle. Ich häng immer noch. Wie Jamie hier langbrettert. Ja, irgendwas so. Muss da... Warte mal, ich komme mal kurz. Ich bin durch. Ah, super. Ich hätte dir sonst ein bisschen Anschwung gegeben mit dem Mähdrescher hier. So, habe ich jetzt hier irgendwo eigentlich... Habe ich hier noch irgendwo was zum Saubermachen hingestellt? Was ist jetzt eigentlich mit der Futtermaschine? Wollen wir die verkaufen?
brauchen wir nicht mehr. Ja, weil irgendwie hier stehen unnütze Sachen rum. Ups, bin ich aber verkehrt hier. So, Tierhaltung. Dann verkaufen. Jupp, bye bye. Sehr gut. Und hier ist einfach noch ein Anhänger. Die Lenkung. Hey. Hey. Oh Gott. Was hast du vor? Lass dich nicht rückwärts fahren, das habe ich vor. Klappt sehr gut. Oh, soll ich euch mal was sagen? Wenn wir jetzt den Honig noch einmal runternehmen, dann können wir den Honig ja auch so wegtragen. Das finde ich ja mal mega nice. Jetzt komm mal hier rein. Jetzt schreibt er mich vermutlich einfach gleich weg. Ja, hier kommt. Ja. So sieht das also aus, wenn ihr den Hühn was zum Essen macht, ja? Nein, wir rammen alles weg. Wind. Sieht sehr aufgefüllt aus hier. So funktioniert Fortpflanzung unter Traktoren. Ach, Leute. Ich häng irgendwo. Nein, jawohl. Ich bin hängen geblieben. Dazu äußere ich mich jetzt mal nicht. Das sie. Ja, jetzt ist ein richtigen GP-Witz kommen können. Und was ist im Spiel? Vielen Dank. Oh, sehr gut. Super. Mega nice. Nicht schon wieder mit größerem Gerät kommen. Es ist unfair. Okay, ich hol was Besseres. Ja, Gottes Willen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich will es nicht wissen. Okay, ich spule auf jeden Fall schon mal vor. Zack. Nein. Wir haben alles fertig, oder? Vielleicht. Also uns auch. All inclusive. Oh. Ja. Oh. Falsch hat recht gehabt. Komm her. Ja, nein, ich bin zu schwach dafür. Da, oh. komm, nein. Komm. Hallo, komm. Mr. Catsong, schön, dass du reinschaust. Du kommst genau richtig, hier wird fleißig gearbeitet, wie du siehst. Komm. Wir wissen nur noch nicht, was das werden soll. Ja, ich glaube, den beiden sind die 159 Chuck Norris Witze zu Kopf gestiegen. Nein, überhaupt nicht. Hey, Mr. Cat, ich hoffe, es geht dir gut. Hi. Beziehungsweise, dein neuer Spitzname ist ja Monster Cat. Ich hoffe, es geht dir gut. Wie schön, dass wir das aushaben, dass unsere kompletten Felder hier einfach nicht gecrashed werden. Ich merke schon, da sind die Experten an der Arbeit. Genau. So was in der Art. Gott, ist das hier schön ruhig auf einmal. Guck dir das an. Die machen gerade Traktoren- und Maschinen-Wrestling oder sowas. Nein, stehst du nicht nochmal auf. Doch. Genau das mache ich gerade. Oh Gott. Und ich fahre gerade, glaube ich, über dich drüber. Monster nee. Cat, geht's gut. Hey, das ist sehr schön. Uns geht's auch gut. Ich glaube, den beiden geht's auch gut. Ich habe keine Ahnung. Uns geht's sehr gut.
so mit Landwirtschaftssimulator richtig gespielt. Ja, ich glaube auch. Hoffentlich kann nichts kaputt gehen. Nee, also wenn was kaputt gehen könnte, dann würde ich hier aber auch schon sitzen. Nee, das haben wir alles aus. Also man kann das anstellen, dass die Felder nicht kaputt gehen und wenn die irgendwann nicht weiterkommen, dann kann man die Fahrzeuge zurücksetzen, dann muss man sie halt nur wieder vom Shop abholen. Was auch eigentlich nicht so wild ist. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn die gefüllt sind. Ich glaube, dann verliert man die Ladung, aber ist ja nicht so. Ich glaube, wir können die Lichter hier nichts mehr auf. Nein. ausschalten. Okay. Ah! Ich sehe aber auch gerade, das Feld ist immer noch nicht fertig. Nein. Ich muss aber einmal ganz kurz in die Angebote gucken. Wow, Angebote. Und ich lasse die beiden einfach mal weitermachen. Nee, das ist wirklich sehr gut, dass man das hier alles einstellen kann. Normalerweise, es gibt so eine Einstellung, da darfst du aber auch so gar nicht auf die Felder fahren. Sonst machst du halt, ja, wie es sein soll, die Felder kaputt. Aber ich habe keine Ahnung, was ihr da eigentlich macht und warum. Und das weißt du auch. Das ist gut, wenn ihr das auch selber nicht wisst. Hauptsache, die Kühe sind gefüttert, Mr. Cat. Das haben die wenigstens vorher noch erledigt. Oh Gott. Oh Gott. Ja, du bist hier gut. Ich glaube, da kommst du so schnell nicht wieder raus. Aber Jamie hilft dir schon. Ach, nein, genau. Nein, falsche Richtung. Es sieht so aus. Boah, was? Wie kann das denn sein, dass die Eier schon wieder voll sind? Die habe ich doch gerade erst leer gemacht. Ja, meine neue Kuh. Es ist grün. Ja. Ich glaube, ich werde über den Zaun fahren. Oh. Ich muss auch erst über den Zaun fahren. So, ich helfe dir. Die rote Kuh passt aber nicht ins Gehege. Das wird nichts. Ey, wisst ihr, was ich gerade sehe? Die Kühe haben gar keinen Stroh. Die darf rauf. Die lila Kuh darf rauf. Oh, Gewitter. Ja. Ja. Ich wollte dir gerade helfen, ich wollte dich reinfahren. Ist richtig so, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ja. Wobei ich gar nicht weiß. Vergnügen, dann die Arbeit. Ja, die Arbeit kann man immer aufschieben. Das ist das Einzige, was die beiden heute gemacht haben. Obwohl, es stimmt nicht. Oh Gott, Licht, das stimmt nicht ganz. Oh Gott, was für ein Krisselbild. Stimmt nicht ganz. Auf einmal war ich fleißiger Gabelstaplerfahrer. Genau, denn wir mussten ja am Anfang noch alles weggabelstaplern. Ich laufe jetzt hier einfach. Wir machen hier Survival-Horror-Zombie-Spiel. In der Nacht mit Taschenlampe hier kleine Pfade langlaufen. Währenddessen sich zwei Maschinen bekriegen. Ja. Es kann gut sein, ja. Ich sehe euch ja nicht die ganze Zeit, aber... Oh, haust du ab? Ah, das Zaun dazwischen. Vorsicht, Zaunanhänger! Herr! Nein! Oh Gott, hallo Leute, wo will ich eigentlich hin? Achso, ich wollte zu den Eiern. Folge mir doch gerne. Ich führe dich an einen sehr schönen Ort. Oh Gott, Zaun! Ja, Zäune gibt's noch auch. Noch mehr Zaun. Jetzt wird es gleich schon wieder hell. Ich wollte mir das jetzt einmal hier angucken. Unüberwindbares Hindernis, der Zaun, ich häng fest. Denn wir haben uns ja für heute eine Mod runtergeladen, dass wir das alles tragen können. Und es müsste jetzt jeden Augenblick soweit sein. Was sagen die Felder? Kann mir das einer von euch mal kurz sagen? Noch nicht reif. Okay. Fahr dann mal den Gabelstapler irgendwo hin. Die Parkplätze sind voll. Ja! Nein! So. Mr. Cat schreibt, oh bitte kein Zombie-Spiel, dann bin ich schnell wieder weg. Ich bin kein Fan von Zombie-Spielen. Ich bin ein Angsthase. Ja, frag mich mal, Mr. Cat. Bei mir ist genauso.
Ich mache das meistens nur für ein Angespielt. Oder. Danke, das Teil ist kaputt gegangen. Oder ich spiele so Aufbau-Survival-Zombie-Spiele, wo man die dann aber eventuell auch ausschalten kann. Oder dass sie nicht zumindest irgendwo bei mir rumschleichen, wenn ich das nicht möchte. Also, dass sie, wenn sie zum Beispiel nur an bestimmten Plätzen sind oder so. Jamie, sie ist ein, ich habe gewonnen. Nein. Darum ging es hier heute Abend. Die Rübenerntemaschine ist nicht abgesoffen und du hast noch nicht gewonnen. Okay. Doch, ich habe gewonnen. So. Nein. Oh, ist das schön, Leute. Ich verlade mal Eier. Es ist so nice ohne Gabelstapler. Das ist zu tief. Warte, bitte lass. Nein, das geht nicht mehr. Also ich muss mir mal überlegen, wie euer Check aussehen wird. Du kannst dein Trecker. Falls ihr überhaupt einen bekommt. Ich warte beim Laden auf dich. Den Fernseher im Hintergrund gehört, es tut mir leid. Hey, und Spooky ist am Start. Hallöchen. Chris auch da. Juhu. Jetzt kämpfen wir hier meist. Nein. Mein Auto ist viel zu schwach dafür. Wahrscheinlich voll den krassen Fan. Hey Spooky, ich hoffe, es geht auch dir gut. Und schön, dass du reinschaust. Und Kevin es und Jamie machen nur die Quatsch Straße hier heute. Es gibt hier immer da nicht so die Straße. Die machen gerade Transformers Trecker und Riesengeräte-Fight oder sowas. Ja. Ich hab als erstes gewonnen. Die Maschine war als erstes zu tief im Wasser. Oh, ach, warum bin ich gar nicht mehr auf Wendefahrt? So ist ja viel besener. So, ich glaube, ihr könnt auch echt viel Spaß haben bei Stardew Valley. Hoffe, dass ich es richtig geschrieben habe. Achso, ich habe keine Ahnung, ob du es richtig geschrieben hast, aber ich weiß auf jeden Fall, welches Spiel du meinst. Ich hatte tatsächlich schon öfter überlegt, ob wir uns das holen. Was wird das jetzt hier, hä? Aber wir haben einfach Ahnung. So viele Spiele, die wir gerade im Moment spielen. Von daher ist es aber auf jeden Fall auch auf meiner Wunschliste. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile... ich muss lügen, aber 25 Spiele noch auf meiner Wunschliste. Das ist eine Menge. Ja, klar, bei dir. Ja, bei mir ist alles gut. Ich bin zwar wahrscheinlich morgen heiser, weil Jamie und Kevin abwechselnd von einer Witze-Seite einfach 1500 Witze vorgelesen haben. Es waren 1195. Oh, es waren sogar noch mehr, bevor sie angefangen haben. Inklusive 135 Chuck Norris Witze. Ja, genau, das auch noch. Deswegen glaube ich, bin ich morgen heiser und ich träume wahrscheinlich heute schlecht. Ach ja. Jetzt so wie ich von den Gabelstapler. Gabelstapler? Also ich entweder träume ich heute Nacht von Chuck Norris. Ist ja wohl klar. Oder irgendwas anderes. Schlechtes. Ja, Chris, ich muss das ja rauslassen. Ich hätte es auch in Formel 1 rauslassen können und ihn ablenken können. Ja, kann es sein, dass ich dich gerade... Nee, du bist doch mit einem Reifen am Boden. Ja, ich drehe mich gerade selber. Also die beiden haben sich hier eingeloggt und haben sich dann einfach an die Seite gestellt und haben wirklich 2 Stunden lang gar nichts gemacht, nur Witze vorgelesen. Wir haben gar nichts gemacht. Gar nichts. Ja, genau. Ihr habt einfach gar nichts gemacht. Und ich habe hier die ganze Zeit gebuckelt, wie so ein Horst. Oh. Funktioniert das nicht so? Aber jetzt können wir wenigstens hier mit der Mod die Sachen alle per Hand rüberschleppen. Ich kann nämlich auch wirklich keinen Gabelstapler gerade mehr sehen. Und ich kann keinen Chuck Norris-Witz mehr hören. Ist Chuck Norris, der einen Gabelstapler fährt? Ja, Mr. Kurt, der ist gut.
Oh nee. Der braucht ja nicht mal einen Gabelstapler, der aber... hebt das mit einem kleinen Finger. Ja, dann ist aber wirklich vorbei. Nein, wovon wir träumen, ist Chuck Norris, der einen Gabelstapler fährt. Ach so. Davy, sieh's ein, du hast keine Chance. Oh, ja, warte mal, wo seid ihr denn gerade? Spooky muss ja auch noch mal sehen, was ihr hier gerade treibt, oder? Hey. Seid ihr bei den Kühen hinten? Wir sind beim Shop. Was macht ihr denn beim Shop? Ja, Mr. Cat, hey, genau das werde ich träumen. Absolute Katastrophe. Was macht ihr denn beim Shop? Ach Gott, da seid ihr, okay. Nein! Okay, besuchen. Oh Gott! Ja, wir sind in England, ne? Ihr seid der Uwe. Komm her! Ey, die beiden jagen sich hier die ganze Zeit mit dem Trecker und mit der Rübenmaschine. Nein! 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 Jawoll! Oh, und Jane ist auch morgen heiser. Ja, wo seid ihr denn? Beim Supermarkt. Ja, also das ist nicht so klar. Ja, huhu. Hallo, hallo. Wink. Oh, Leute, ich bin erledigt. Ja. Zu viel dazu. Aber ich muss ehrlich sagen, dafür, dass wir mit 130.000 gestartet sind, kam da echt noch ordentlich was bei rum. Ja, ich habe ordentlich was gemacht. Ich bin wenigstens ehrlich. Ich habe nur ein paar Salatpaletten hin und her gefahren. Ja, ich habe auch hin und her gefahren, so einiges. Warum laufe ich hier eigentlich schon wieder den ganzen Weg? Kann mich mal jemand bitte davon abhalten? So. Ich gehe mal hier hin. Bin mir nämlich fast sicher, dass die Schafe schon wieder nicht zu futtern haben hier. Nach dem Stream brauchst du eine Reha. Ja, Spooky. Ist echt so. Aber ich muss ja sagen, na, was heißt schlimm? Also, A, halte ich so einiges aus. B, mir tut einfach nur der... Oh nein. Nein. Ja. Ah, so konnte ich den ja noch gerade beladen. Nein. Die Witze waren ja echt teilweise mega lustig. Und dann gab es ja noch einen anderen Stream. Bei dem, das war aber nicht Kevin, sondern, sag mal schnell, Konstantin hat damit gespielt. Das ist auch jemand von uns auf dem Discord, der auch einfach Landwirtschaftssimulator spielt. Und dann haben die echt alle Geräte, die wir besitzen, hinten auf die Schienen gefahren. Und haben dann gewartet, bis der Zug kommt. Und dann sind hier auch einfach Jamie die ganzen... Lässt das auch machen. Und dann sind einfach die ganzen Fahrzeuge... Ich glaube, ich muss gleich den Stream beenden. Und dann sind einfach die ganzen Fahrzeuge sind einfach durch die halbe Map geflogen. Und das war, danach habe ich definitiv eine Reha gebraucht. Vor allen Dingen am nächsten Tag habe ich 2 Stunden oder so aufgeräumt. Dann erstmal. Nee, für die beiden. Ich komme mit meinem Mercedes da angedüst. Für die beiden gibt es auf jeden Fall kein Cash, nee. Wenn hier irgendjemand Cash bekommt. Na, ich bekomme ja leider auch kein. Also, naja, es ist ja unser Hof in dem Sinne. Aber, nee. Alle Urlaubstage sind gestrichen und einen Check gibt's auch nicht. Oh Mist, hier ist eine Sackkasse. Auf gar keinen Fall. Hast du es gehört, Jamie? Urlaubstage sind gestrichen. Ich glaube, wir protestieren. Streiken. Aber ihr könnt ja nicht streiken. Dafür müsstet ihr ja gearbeitet haben. Haben wir ja. Die 5 Minuten Gabelstapler fahren, ich glaube, jetzt geht's los. Das stimmt nicht. Auf einem Parkplatz, der nicht für Trecker gedacht ist. Unabhängig davon habt ihr hier noch nie Geld bekommen, von daher. Stimmt. Das wurde immer investiert in irgendetwas. Oh Gott. Ach so, und ja, ich glaube, ich habe gehört, die Felder sind noch nicht reif. Eigentlich könnte ich das selber auch mal gucken, aber... Jamie, ab zu den Schienen, wir stellen uns jetzt quer drauf. Die zwei Fahrzeuge. Ab zu den Schienen. Ah.
So, nee, die sind noch nicht fertig. Also weiter geht's. Ja, ich glaube, lang halte ich auch nicht mehr durch. Wir sind sowieso alle schon am Rumgönen. Die Chuck Norris-Witze haben uns sehr müde gemacht. Jo. Aber die waren echt gut. Also Chuck Norris-Witze sind echt gut. Nein! So, BV und dann fährt er jetzt richtig los. Bleib auf der Schiene. Stell dich längs auf die Schiene. Ja, gleich. Na, da können sie den doppelten Stundenlohn. Also, das muss ich mir nochmal überlegen, wie hier dann die Abrechnung gemacht wird. Das muss ich mir dann nochmal überlegen. Bei Konstantin haben wir dann ja auch gesagt, die müssen sich dann vorher einmal noch einloggen und hier alles aufräumen, weil, ey, müsst euch das vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, da ist sogar im Discord, im Landwirtschaftssimulator Chat, ist glaube ich sogar ein Foto gepostet. Die Wagen und die Anhänger haben teilweise in den Strom hier Masten oben gehangen. Ja, in den Stromleitungen. Und ich habe das alles dann nicht mehr runtergekriegt. Das war die reinste Katastrophe. Musste praktisch alles zurücksetzen, auch die ganzen Einzelteile mussten zurückgesetzt werden. Und dann teilweise mit den Geräten, die wow, 20 Stundenkilometer fahren. Stell dich hier längs drauf, hinter mich. Da beginnt der Zug mit einfachen Waffen und dann kommt der. Nein, nicht anschieben. Wir fahren dem Zug entgegen. Oh, Moment. Okay. Nee, wir machen auf, zurück in die Zukunft. Kannst du bitte auf den YouTube-Chat gehen? Hallöchen! Ich brauche 80 Meilen pro Stunde, los. Moment, ich muss mal kurz lesen. Hey, jetzt wird es hier gerade dunkel. Hey, wer ist denn da am Start? Ich hoffe, ihr seid jung und gelenkig. Hallo, Terrell. Hallo, Drachenlord. Hallo, Klaus. Hallöchen! Gott. Schön, dass ihr reinschaut. Ja. Ich weiß nicht, ne? Die spammen da gerade sehr dolle rein. Ja, würde ich auch sagen. Da, Moment. Ich kann leider nur von diesem Modus hier rein. Aber das sehr ist freundlich, ein ja. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ja, warte, ich mach das schon gleich. Ist ja noch nichts los. Ah Gott. Ich bin. Danke. Überfordert. Naja, warte, mach doch ganz entspannt. Hilfe! Hilfe! Was ist das? Also, nee. Es ist noch schlimmer, weil mir alle Nachrichten angezeigt werden, die noch, ja, die immer mit der Ruhe. Gesperrt werden sollen. Ja, was? Alles gut, immer mit der Ruhe. Das ist sehr freundlich. Viel zu viele. Ja, es ist wirklich sehr freundlich von euch. Da kommt ein Zug. Jamie. Okay, let's go. Vorsicht. Ja, so kann man dann natürlich auch einen Stream beenden, würde ich sagen. Gott, oh Gott. Ja, voll. Ich komme gar nicht zum Klicken. So. Ich hau drauf. Halt, stopp. Was ist hallo? Viel zu viel. Ja, ja. Ja, einfach gar nicht wahr. Ja, okay. Ja, Es sind alle meine Fans. Es ist wunderschön. Kein Kommentar. So. Okay, danke. Ach Gott, wie unangenehm. Was für Deppen. Ja, das bin ich deiner Meinung, Spooky. Es hört aber auch nicht auf. Ja.
Hilfe! Ich kann nicht sagen, ich habe keine Moderatorrechte dafür. Ich kann mir das nur angucken. Das geht, das rattert einfach viel zu schnell auch durch, ey. So. Jetzt vorbei? Ist jetzt vorbei? Ich warte mal ab. Da sind vielleicht noch ein paar Kanäle mit am Start. Haben da auch zwei geschrieben, wer ist dieser Vollidiot mit dem Stimmbruch, jetzt muss sie nicht, wer gemeint ist. Nein, was ist jetzt los? Nein! Oh, nö. Ich glaube, die müssen gekickt werden, anders wird man die nicht los. Das machen wir ja gerade schon. Ja, das machen wir ja gerade schon, aber es sind zu viele. Muss man sie, glaube ich, bannen. Mache ich auch schon. Das Problem ist, dass es geht immer so schnell nach oben. Was für Deppen sagt es? Hilfe. Ja, es ist viel zu viel. Lass doch den Scheiß einfach. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Oh, vor allen Dingen ist YouTube da auch so kompliziert, weil du weißt immer gar nicht genau, was du drücken. Also, genau, ja, ausblenden mache ich auch, aber... Abteilung für Streamer mit... Und weiter geht's, ja moin. Ihr seid im falschen Stream gelandet. Ja, auf jeden Fall. Der Spaß im Stream ist zwei Zeilen weiter unten, ne? Ja, egal, wir lassen uns davon nicht. Also, warte mal. Es ist. Ich würde gerne weiterspielen, aber so geht das nicht. Ich würde sagen, wir machen Ende. Ja, ich glaube auch. Weil ich komme nämlich auch nicht hinterher. Es bewegt sich hier nicht mehr. Nee, es kommen immer wieder neue Menschen. Ja, mega nervig. Kann man das so nennen? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Da kommt das so ganz schön von Idiot, der das der versucht. Ja, da, ja. Es ist, ja. Es ist doch hier wohl nicht zu glauben. Ach ja. Ich glaube, das vorübergehend blockieren, das bringt Namen aber auch. Nee, das ist auch aus Versehen. Ich will gar nicht. Du musst Nutzer vom Kanal ausblenden machen. Ja, die Namen sind völlig erledigt. Hey, Nightbot, du bist auch am Start. Ich hab das gerade aus Versehen bei Nightbot fast gemacht. Nein, ja. nicht den Nightbot kicken. Wieso? Ich find's lustig. Ja, aber ihr habt euch verlaufen. Der Spasten-Stream ist zwei Streams weiter. Ja. Ah, da kommt schon wieder ein neuer. So, zack, ausblenden. Ach, ist doch nice. Was auch immer ihr hier wollt. Ihr seid hier falsch. Lull. Ah, die Klaps ist zwei Blocks weiter. Uff. So, wird hier überhaupt noch irgendwas... Also, falls überhaupt noch irgendjemand von den Leuten zuschaut, die eigentlich gekommen sind... Ich meine nicht von diesen Leuten... Ich meine von den Leuten, die uns hier gerade zugeschaut haben. Hey, ich wünsche euch. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal einen schönen Abend. Joa, ich gönne mir das noch. Mal gucken, wie lange das dauert. Irgendwann hat man ja dann auch keinen Bock mehr, oder? Mr. Ja. Kate ist noch da. So, warte mal. Was ist denn hier los? Ja, wir fragen uns auch gerade, was hier los ist. Das haben wir uns allerdings auch gerade gefragt. Kaisi. Der erste freundliche Kommentar, glaube ich, oder? Nein, da ist schon wieder der nächste Vollidiot. Ja, aber jetzt müssen wir darauf achten, dass wir auch wirklich die richtigen erwischen. So, ja. Den weg auf jeden Fall. Und Mr. Cat ist auch noch da. Okay, mega nice. Mr. Cat ist noch da, Spooky ist noch da. Spooky ist auch noch da, ja. Ich sehe nur noch gelöschte Nachrichten. Ja, das war interessant, würde ich sagen.
Ja. Ich will ja auch mal sagen, dass ich den Drachenlord, den Namen kenne ich auch, aber ich enthalte mich jetzt mal jeglichen Kommentares. Und sie kann es ja, sein, Spooky, habe ich gesehen. Mega nice. Kann es Spooky, sein, dass auf jeden du Fall. Zu dieser Bande gehörst? Kaisi, falls du dazugehörst, interessiert uns eigentlich auch nicht wirklich, nein, aber bleibst, Hauptsache freundlich. Ja, Hauptsache freundlich bleiben im Chat. So wie das eigentlich auch sein sollte. Bei deiner Stimme kann ich nur freundlich sein. Kate hat eine Nachricht geschickt. Ja, aber ich glaube, die ist in Ordnung. Ja, dann kannst du bestätigen. Hey, danke, Kaisi, auf jeden Fall. Und ja. Dann ist es nur die Wahrheit. Ja, Mr. Cat, die haben wohl alle den Weg zur Klapse. sind sie wahrscheinlich falsch abgebogen und. Ja, im Endeffekt. Wann kommt die Verlosung? Welche Verlosung? Du boah, jetzt geht das schon wieder los. So, zack, direkt weg. Gibt wohl hier scheinbar eine geheime Verlosung. Welche auch immer das war. Ja, Kaisi, ich hoffe, es geht dir gut. Und ja. Allein unterwegs. Ja, ich meine, die Bande da, diese eine da hat zum Beispiel zur Bande gehört. Weil es gibt ja eigentlich keine Verlosung. Du kannst mal im Spiel die Zeit langsam machen wieder. Es würde ich auch sagen, weil jetzt wird mir sogar angezeigt. Wenn wir da gegen den Chat kämpfen. Ja, jetzt wurde mir gerade sogar angezeigt, dass die Wolle und alles komplett voll ist. Boah, man sieht einfach gar nichts. Also, die sind nicht falsch abgeworfen, die wurden abgebogen, sind aus der Klapse rausgeworfen. Ja. Ich kann euch nur sagen, wisst ihr was? Es waren die Chuck Norris-Witze. Ja, wir haben es darauf beschworen. Es waren einfach die Chuck Norris-Witze. Ja, dieser Stream hat alles, Alter. Witze, Spannung. Verrückte Leute. Arbeit. Naja, spannend. Ob das jetzt hier im Stream spannend war, weiß ich nicht. Die Witze vielleicht, ja. Aber Spannung. Mach mal die Zeit langsam. Ich weiß ja nicht so genau. Das habe ich vor. Denn ich glaube, wir haben jetzt einfach 5 Jahre deswegen vorgespult, weil ich auf 360 war. Ja. Ach, wir sind bei Oktober angefangen, haben wir bei Jänner. So schön. Der YouTube-Chat, sorry, der YouTube-Chat, der Final Boss von Juhu Let's Play. Ja. Hey, das Ding, ich habe mir das eigentlich alles extra so eingerichtet, dass ich wirklich gut dazu komme, jetzt auch wirklich auf den Chat zuzugreifen. Und ich bin mit Maus und Tastatur hier und habe es trotzdem nicht geschafft, weil während du den einen angeklickt hast, ist das die ganze Zeit nach oben gerutscht. Und dann, warum stehen da so viele dumme Sachen? Warum steht da nicht einfach kicken? Man muss sich das erstmal durchlesen. Keine Ahnung, 30 Sekunden und dann, ja, bei so vielen Leuten hat man ja gerade gesehen, was passiert. Jay und ich stehen hier so, bekriegen uns auf einmal, sehe ich den Chat auf einmal nur explodieren. Ja, und ich dachte, weil das hatte ich auch schon mal. Ich klicke auf dem Tablet zu jedem Namen an und dann stehen da so 500 Sachen. Hilfe. Die erste Nachricht war ja auch nicht direkt unhöflich und dann wurde es komisch. Und dann, wir hatten das schon mal, oder der Kanal hatte das schon mal. Der Kanal hatte das schon mal, dass er geradet worden ist. Warte mal, Spooky, ich gebe dich mal kurz frei. Dass der geradet worden ist. Und. Das war dann aber wenigstens entspannt. Passiert. Du hast recht, Spooky. Die Hirnlosen haben dich verfolgt von Deathly Stillness. Würdest du mal die Hosen höher tragen, ja? Die Hose hoher tragen. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte die Wahl zwischen der 50 Cent Hose, Spooky, und den gemodderten Klamotten. Also da fiel mir das doch dann relativ leicht. Muss ich sagen. Oh, Hilfe. Boah, und soll ich euch mal was sagen? Los. Es muss beim nächsten Mal einfach alles wieder aufgefüllt werden und alles wieder weggebracht werden. Die Gewächshäuser sind, da ist kein Wasser mehr drin, es ist alles leer. Aber dafür sind wenigstens unsere Felder hoffentlich jetzt reif.
Sind sie reif? Oder der Chat hat sich abgeregt. Und der Chat hat sich zum Glück abgeregt, ja. Danke dafür. Gib von mir einen Daumen nach oben. Der Chat? Klasse, warte. Hoffentlich hat man das gehört, aua. Ein bisschen. Ey, ich bin so heiser. Leute. Aber ich habe zwischendurch nochmal in den Twitch-Chat geguckt, aber da ist einfach tote Hose, komplett. Aber ja, und hier ist es förmlich explodiert. Ist ja auch okay. Und hier ist einfach die Hölle los. Oh, hier bei mir im Dings wurden sie angezeigt. Ja, ich habe nämlich meinen Chat, dadurch, dass wir ja auf Twitch und auf YouTube streamen, habe ich ja den Chat bei Restream laufen. Deswegen konnte ich sowieso erst gar nichts machen. Musste erstmal das Spiel pausieren, bevor hier überhaupt irgendwas, oh Gott, irgendwas los ist. Apropos, da kann ich ja eigentlich direkt nochmal. Aber mir werden einfach immer noch 8 Zuschauer angezeigt. Ja. Ich glaube, weil wir nur die Nachrichten halt ausgeblendet haben. Ja, warum macht es Sinn, für die weiter zu gucken? Ich meine, viel kann ich ja jetzt schon benennen. Das bin wahrscheinlich, ist wahrscheinlich Spooky. Also Chris, ja. Mr. Cat. Ich und du, Jamie. Das sind auf jeden Fall die vier, die ich benennen kann. Dann noch dieser Kyle, wie der heißt. Kyle C. Das sind 5, sind immer noch 3. Einer wird wahrscheinlich Juhu sein, jetzt, wenn sie mich jetzt reingeschrieben hat. Bleiben immer noch 2. Die will nicht. Daddy ist noch da. Hey, Daddy ist noch am Start. Hey, du hast alles verpasst, Daddy. Ja, du hast einiges verpasst. Ich musste gerade mal kurz in den Chat gucken, im Discord, weil da sind auch welche beigetreten. Jetzt weiß ich nicht, sind das welche von eben oder sind das normale Leute? Das gilt jetzt erstmal rauszufinden. Normale Leute? Ja, kannst du ja nicht wissen. Also die Profilfotos, die sagen mir ja nicht wirklich viel. Ich habe gerade schon geschaut, aber es sagt mir halt nichts, ne? Es sind zumindest, ist zumindest kein Mist, auf dem Discord-Server. Es sind ja nur 2 und nicht 50. Ja, stimmt. Aber es ist zumindest niemand, der hier jetzt einfach mitgechattet hat oder mit im Stream war oder so. Das, ja. So ist man das ja normalerweise gewöhnt, dass man mit denen dann erst im Chat schreibt und dass die dann in Discord kommen. Aber habe ich mit keinem von beiden jetzt. Aber ist ja auch egal, werden wir ja dann sehen. Ja. Ja, wir hatten gerade ein bisschen Besuch. Okay, aber ist ja auch egal. Ich denke, wir wollten sowieso nur so bis 23 Uhr machen, ne? Ja. Schon drüber. Ja, na, wir sind ja da nicht so pünktlich. Pünktlich aufhören, was ist das? Jo, Gott. Und hier. Fühlt sich gestört. Wir haben ja nicht pünktlich angefangen, also nee. Die Zeit müssten wir eigentlich dran nehmen. Nee, weil ich musste den Stream beenden, weil es war schon wieder eine Vollkatastrophe hier zu Beginn. Aber ich wollte noch mal kurz lesen, was Daddy geschrieben hat. Du hast den Stream laufen lassen. Ja, mega nice, Daddy. Auf jeden Fall. Was denn? Ich will's nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Es hat bestimmt was. Ich hab noch kurz nach einem Abschlusswitz gesucht. Mit dem Zug und deswegen habe ich es nicht mitbekommen. Mit dem Gleis zu tun. Von daher. Oh ja, der Nightbot gibt jetzt auch nochmal alles. Hey, und ich will ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht wissen gleich, was mit dem Kanal abgeht. Muss ich mir gleich erstmal angucken. Finde ich ja irgendwie auch nicht witzig. Also so Spaß das Stream auch macht, aber auf sowas habe ich ja echt irgendwie gar keinen Nerv. Endlich. Ansonsten muss man den irgendwie bannen, wenn das geht. Ja, habe ich ja gemacht, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Da steht Nutzer vom Kanal ausblenden. Was bedeutet das genau? Ich muss jetzt praktisch, wenn der Stream aus ist. Ja, ich muss jetzt, wenn der Stream aus ist, gucken, ob die in der Liste stehen. Da gibt es so eine Liste auf YouTube. Wenn die da drinnen stehen, dann können die hier auf dem Kanal nicht mehr schreiben. Wenn ich das richtig verstehe. Ja, weil das beim ersten Mal
wo das hier war, wo wir hier geradet worden sind, da waren das korrekte Leute von irgendjemanden. Da haben wir irgendwie 50 Abonnenten oder so gekriegt. Nein! Jamie? You shall not pass. Achso. Hatte ich auch mal bei einem Arc-Stream, es nervt so unmenschlich. Ja, einfach komplett überflüssig. Oh Gott, es lag bei mir gerade. Und vor allen Dingen, ich habe halt auch jetzt nicht wirklich, also du hast ja genau dann bei solchen Situationen keinen Mod am Start, der wirklich auch die ganze Zeit aufpasst. Ne? Hilfe, bei mir lag's. Oh Gott, Hilfe. Ich bewege mich gerade nicht, also sieht man sowieso nicht. Sowas ist ja auch untere Schikane. Die sollen einfach einen in Ruhe lassen. Ja, genau, Mr. Cat zockt. So sehe ich das auch. Und ansonsten, ich lasse mich da erstmal so in erster Linie gar nicht aus der Ruhe bringen, weil bringt ja auch gar nichts. Genau das wollen die damit ja erreichen. Ja, es sind einfach nur deine eigenen Nerven, die draufgehen. Genau, einfach einen nach dem anderen ausblenden und fertig. Ich wusste nur nicht, dass das so nervig ist. Also bei Twitch ist das wesentlich entspannter. Da ist direkt klar, wenn du da jemanden anklickst. Ja, ich habe ja hier erstmal, ich habe einfach geklickt, was ich gerade konnte, aber bei YouTube ist es mega nervig irgendwie. Naja, wie dem auch sei, wir haben es geschafft und es hat ja trotzdem Spaß gemacht und schön auf jeden Fall, dass ihr alle noch mit am Start seid, aber wir werden uns jetzt hier verabschieden, würde ich sagen. Und hoffe natürlich. Nein, warte, warte. Ich muss ja Kevin noch verabschieden. Schön, dass du mit am Start warst, Kevin. Gerne. Hat Spaß gemacht. Kannst auch hier rumzuschieben. Nö. Ja, fand ich auf jeden Fall auch. Und ich krieg dich noch ins Fluss. Nein, nein, schön nein. Auch, dass ihr alle mit am Start wart, noch im Chat. Wir wünschen euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und habt alle ein schönes Wochenende. Und jetzt werden wir uns von euch verabschieden. Und hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten ein Däumchen wie ein Träumchen. Oh und tschö mit Ö. Tschö.